Hallo. Hello, hello. Hello, hello. Perfekt, alle einmal Hallo gesagt. Direkt zu Anfang, wir sind wieder auf unserem Discord im Live-Talk. Kommt gerne in den Live-Warteraum. Dann ziehen wir euch und dann könnt ihr ein bisschen mitquatschen. Und um eine Sache klarzustellen, die schon im Chat steht: Ich bin nicht spät. Ich habe gleich gesagt, ich will um 20 Uhr starten. Verklärt, konnte aber beim YouTube-Studio nur alle Viertelstunde einstellen. Also Vollstunde, Viertel nach oder halb. Und halb wäre halt spät. Ja, mehr gibt es da nicht. Auf jeden Fall auch richtig geil gemacht, muss man schon sagen. So, ich starte ja, gut, aber jetzt mal mein LS. Du hast ja so eine Liste da, wo du auswählen musst. Ja, deswegen. Wie lange wäre die bitte, wenn du alle 10 Minuten hättest? Ach so, ja, aber du kannst einfach selbst in Zeit eingeben, das wäre da am besten. Und ja, das wäre heftig. So, ich starte mal hier. Hallo, Ecki. Ah, der ist so unmuted. So, ich warte mal, ich muss mal kurz meinen Jeep. Wie geht's euch so? Mir geht's gut und Janni und Flo? Mir geht's auch gut, danke. Das mir schön. Auch, danke. Hallo. 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 Ah, guten Tag, guten Tag. Na, alles fit? Ja, und bei dir so. Ich habe gesehen, wir sind jetzt im Live-Talk. Wie kommt denn das? Weil ich streame. Ah ja, Nee, das habe ich schon gesehen. Das mal Hallo sagen, ne? Bisschen. Wer diese Stimme nicht kennt, das ist übrigens Xerox, unser toller Waldstätten-Tüftler. Und der auch schon wieder eine neue Karte tüftelt. Quatsch, weiß gar nicht, was du meinst. Achso, okay. Dann war das wohl irgendwie anders. Ja, mal gucken, ne? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Oha, weiß ja keiner. Das G-Portal ist genau richtig platziert. Heftig. Tatsächlich. So. Ja, das, die Sache ist, normalerweise habe ich das Ding hier, hier unten, aber das ist halt irgendwie kacke im LS. Das, ansonsten ist das eine Taskleiste, wenn ich im LS bin, ist das ja voll bin, dann ist das irgendwie doof. Perfekt, so, was haben wir hier? Wir sind am Flughafen, wer ist neu? Ich glaube, das habe ich noch nicht gehabt im letzten Stream, ist das schon ein paar Wochen her, ne? Obwohl es in letzter Zeit gar nicht so viel getan hat, ich habe auch mal ein bisschen Sommerpause gemacht, ne? Ein bisschen. Sommerpause? Ja. Der Monat ist rum. Ja und? So, auf jeden Fall hier Flughafen, kennt man ja soweit, ne? Wieder. Das Licht ist noch ein bisschen kaputt, das muss noch eingetragen werden, das sind noch Lampen aus der LS. Die sind noch nicht, die leuchten einfach durchgängig, die müssen noch eingetragen werden, damit sie nachts aktiv sind. Ich finde es auch cool, wie hier jetzt die Tür einfach im Nix hängt. Ja, auf jeden Fall, hier funktionieren wir alles, ne? Die Tore haben einfach keinen Sound, auch gut, muss ich nochmal gucken. So, was haben wir hier? Ansonsten natürlich alles ganz normal. Hier kann man wieder schön aufs Flugfeld raus, das steht natürlich auch schon wieder. Habe ich Flugmodus an? Nein, habe ich nicht. Ja, hier. Unser schöne Landebahn, diesmal ohne diesen extra Cube drunter, sondern mit diesem schönen hochauflösenden LS-Textur-Dingsbums mit dem... Es ist gar kein 3D, doch, ist so ein bisschen, egal. Auf jeden Fall schöner als dieser Cube. Ja, ADAC-Wache, auch wieder mit am Start, ganz klar. Warum hat das alles keine Sounds? Ich glaube, mein LS Hallo, ist kaputt. Hallo, Sargutype. Ich wollte fragen, was da jetzt ist. Ja, gibt's. Auf der Mittelberg so wie auch wir haben doch welche. Also wahrscheinlich meint er eine Place. Oder meinst du eine zum Platzieren, ja. Denke ich mal. Ja, ne, Rox. Also ja, mal gucken, wir können ja nicht auf alles immer eingehen. Wir lesen ja viel, aber alles mitkriegen, wo jetzt was geschrieben wird, das ist halt schwierig. Also auf jeden Fall hier nochmal für die Sachen haben eigentlich alle Sounds, nur ich habe gerade allgemein keine Sounds im LS. Ich weiß zwar nicht warum, aber gut. Wann kommt die Mittelberg raus? Gar nicht, wenn. Aktuell gar nicht. Wir wissen noch nicht, ob es überhaupt öffentlich kommt. Dauert noch ein bisschen auf jeden Fall. Ja, Logistikzentrum steht auch schon wieder hier. Eine Tankstelle, wie man sie kennt, mit Flo's tollen Schildern. Das hatten wir ja schon letztes Mal. Logistikzentrum. Tankstelle mit Flo's tollen Schildern. Die will ich jetzt auch mal sehen. Ja, die hier. Was hat Flo für Schilder getüftelt? Die hier. Ah, die Tankdinger. Ja. Gasolino. Hä? Wie heißt die Klammer? Doch, Gasolino. Seit wann reagieren die Schrankentrigger auf Spieler? Hä, die gingen doch gerade auf. Ja, kann sein, dass es jetzt... Nicht mehr kam nicht heute irgendein Patch, oder habe ich mich davon... Nee, am Dienstag kommt ein Patch. Mit neuen Walter-Traktoren. So, hier ein bisschen umstrukturiert, neue Halle. Aber das war ja schon ein Objekt, muss man alles ein bisschen austauschen, ja. Kennt man ja... So separat wie die Feuerwache für PS4 und PC. Also eine platzierbare Polwache für Konsolen, sozusagen. Ja.
Ja, muss erstmal gebaut werden und dann können wir drüber reden. Auch das normale Logistikzentrum mit ein paar neuen Deko-Elementen, mit dem tollen Mutteröl aus der Schweiz, ganz klassisch, ne? Was haben wir hier noch? Nichts Spannendes eigentlich. Mich triggert sehr. Wie weit seid ihr mit den Feuerwehrmods für die Konsole? Da kommen keine. Was für Feuerwehrmods für die Konsole? Das sind die Leute, die, wo ich gestern gesagt habe, dass wir da auf TikTok in irgendeinem Video jetzt auf einmal drin waren. Weil ich nur mal geschrieben habe, wir arbeiten da an was. Aber das ist ja nicht offiziell, ne Leute? Also einfach, pssst, das weiß davon keiner. Weiß ich auch nicht. Also, da weiß keiner was von. Ja, okay. Davon wissen nur Fabio und ich. Und Benny. Ah ja. Ah. So, Pool haben wir natürlich hier auch noch, ne? Was hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon? Steht irgendwas im Chat? Noch weiter eigentlich? Ja. Okay. Okay. Grüß mich mal, Ulrike Dresch. Hallo, Playmo Hauskanal. Oh. Ist das Playmobil Hauskanal oder ist das einfach nur Playmo Hauskanal? So, Feuerwache haben wir natürlich hier auch ganz normal, ne? Bauhof. Bauhof mit dem neuen Logo hier. Wunderschön, dass Fabio uns letztes Mal auf so einer Website gedüftelt hat. Das neue Bauhof Meier Logo. Was will jetzt ich. Was ist ein neues Bauhof Meier Logo? Ja. Also ich weiß noch nicht ganz irgendwie, ist das ein bisschen komisch skaliert hier. Ich weiß auch nicht. Die Textur, die du damals getüftelt hast mit dem zusammengefassten Texturen, ist irgendwie so ein bisschen komisch gescaled, ne? Na, hier auch schön. Das weiß alles. Ich doch nicht mehr. Bauhof. Das ist ja schon anderthalb Jahre her gefühlt. Ein Jahr. Na gut, anderthalb, wo du es getüffelt hast, ja. Was ist jetzt hier oben? Schlafzimmer. Perfekt. Ja, das ist soweit auch alles vorhanden natürlich. Licht geht auch. Aber halt auch alles ohne Sound, wenn mein S kaputt ist. Naja, das passiert. Ist cool. Ja, aber ich höre noch nicht mal, wenn ich mein Menü öffne, höre ich auch nichts. Es ist einfach nicht da. Kein ein bisschen Sound. Ja, bist du einfach kaputt. Ja, also, aber immer noch besser als dein LS, ne? So, zum Beispiel LS sagen wir einfach nichts. Ich wünsche euch noch viel Spaß, tschüss. Gut, ciao. Dankeschön. Also, tschüss. Liebe Stream-Zuschauer, ich öffne jetzt mal ein Bild, was Nerox geschickt hat. Da zeige ich euch mal, wie gut der LS bei Nerox funktioniert. Nein, da wissen alle, warum keine Videos mehr kommen. Ja, und können sie doch richtig wissen, dann wissen sie halt, dass es an Giants liegt. Ja, ich weiß, dass es im Mod-Hub einen Jeep gibt, das ist aber kein deutscher Jeep. So, und, so sieht das, by the way, aus, wenn Nerox LS22 spielt. Das ist sein Ladebildschirm von einer Map. wenn Nerox jetzt mal irgendwann im Game angekommen ist und in Shop geht, sieht das so aus. Ja, das. Da gibt es noch mehr schöne Bilder davon. Ja, aber ich glaube, das reicht erstmal, um einen schönen Eindruck davon zu bekommen, warum Nerox aktuell ein bisschen schlecht Videos produzieren kann. Ah, warte, hier ist auch noch ein schönes, warte, das schicke ich auch nochmal rein. Das kannst du auch nochmal öffnen. zu diesen Bildern sagen wir einfach nichts mehr. Ja, wo schickst du es denn? Warte. Im Teamchat. Oh ja, schick mal rein. Ist jetzt noch eins drin. Ist es angekommen? Du hast dreimal dasselbe Bild geschickt. Ja, ich hab's nur einmal eingefügt und irgendwie schickt es dreimal, ich weiß auch nicht warum. Perfekt. Deine PDA ist ja auch kaputt, geil. also das ist. Ach, jetzt schreibt Fabi hier schon wieder. Das ist die Mittelberg bei Nerox. Ein bisschen Texturbomber, Mensch hier, ein bisschen kaputt, ne? Der Berg auch wunderschön. Die PDA ist auf jeden Fall auch die Mittelberg. Also, ja, das kann man schon mal machen. Laut Giants bin ich das Problem, also. Achso, ich weiß auch nicht. Grüße an Giants an der Stelle. Für das tolle Game, was ihr uns da letztes Jahr gegeben habt. Aber Nerox ist. Oh ja, habt ihr schon von unserem Gamescom-Ausflug erzählt? Nee. Oh nee. Nerox, erzähl doch mal. Also, liebe Freunde, wir waren auf der Gamescom. Man konnte uns auch treffen. Wir haben auch einige Leute gesehen. Vor allem auch das TB-Team. Und wir haben uns auch mit Giants ein bisschen unterhalten. Und wir haben RTL gesehen. Und es. Genau, wir haben. Ja, genau, RTL haben wir gesehen. Und es war sehr interessant da. Also. Es hat auch jemand einen Heiratsantrag auf der Bühne gemacht bei Farming Simulator. Fand ich ja sehr spannend und sehr interessant. Fabio hat sogar gefilmt, der kleine Stalker. Ich glaube, das haben viele gefilmt. Ja. Das war auf jeden Fall sehr wild. Wir haben auch erst überlegt, ob wir auf dem Giants-Stand einmal streamen sollen über die Höckerchen. Ja, genau. Aber das haben wir dann doch gelassen. Okay. Auch ein wunderschöner Bus hier im Mod-Hub, by the way. Ne? Habt ihr den schon gesehen?
Nee, was ja, ich habe den Bus schon gesehen. Das ist, der ist voll heftig. Das finde ich ja sehr interessant. Hier, guckt euch das an. Der hat Klimaanlage, der hat umlegbare Sitze, Musik, Getränke und sogar einen DVD-Player. Auf dem allerneuesten Stand der Technik, Alter. Wie? Was? Besser Das als um muss ich ja mal 40. sehen. Und guckt mal dieses Display an. Wenn man den Motor startet, dann kommt ja erst dieses komische AW0400 und dann kommt die Farming und die Uhrzeit. Das ist richtig heftig. Und du kannst hier Krass. heftig mit X das Ding hier öffnen und mit N kannst du sogar die Tür öffnen, was auch einen Sound hat, wenn man Sound hätte. Du hast ja keinen Zahn. Ja, richtig wildes Ding und Was schreibt Fabi da jetzt? ich hab Was? gelesen, Hä? das Ding hat Das ist sogar zu einen dem Multiplayer Video. Messenger. Was für ein. Ach so! Was? Ach, das. Ja, was er da aufgenommen hat auf dem Gamescom-Stand. Achso. Das lassen wir unkommentiert. Was schreibt er denn? Naja, was ich da in dem Video gesagt habe. Ah, Da die gab es auch andere Leute, die haben was Schreibfehler. Böses gesagt, ja? Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ich habe nichts Böses So. gemacht. Und der eine Junge, es tut mir immer noch leid, dass ich ein bisschen gelacht habe. Oh. Das wollte ich nicht, Der Arme. falls dir das jetzt unangenehm war. Du warst der Erste an dem Tag, der uns angesprochen hat. Hast du gut gemacht. War eigentlich wirklich cool. Ja, hast du schön gemacht. Ihr könnt uns gerne ansprechen, wenn ihr uns im T-Shirt seht. Wird zwar nie passieren, aber ja. Nee. Ja, nur auf irgendwelchen Messen. Das ist richtig. So. Ach so, ich wollte ja noch was erzählen. Wegen dem Cheap im Mod Hub da, diesen, was auch immer das für eine Sprache Wollen ist. wir uns den mal anschauen? Ja, den müssen wir uns mal anschauen. Den habe ich ja schon auf TikTok gesehen. Und was wollte ich denn sagen? Ja, bei uns ist es immer ein bisschen schwierig mit den deutschen Mods. Das Problem ist ja, dass wir manche Modelle nicht selber machen, sondern zukaufen. Und da ist halt die Größe des Modells immer so das ausschlaggebende Element, was wir damit machen können und was nicht. Außerdem benutzen wir ja nicht das normale Wie Blaulicht im heißt denn LS, der sondern Jeep? eine Version davon, Ja. Lizard Jeep. irgendwas mit Ja. Lizard. Wie Ja, hieß denn toll. der? Jeep. Findet man den da? Wäre Das einfach kann zu doch mal Autos genannt. Rover. das ist irgendein Land Ah, Rover, Land aber Rover, er den heißt kennen einfach wir. Lizard. Da steht aber Naja, sogar heißt die der Fender Lizard drauf. irgendwie. Ja, und was kann der? Was ist mir an dem so Das ist ja besonders? die Fender. Der hat irgendwie eine Config, dass da Notarzt oder was auch immer Ah, auf irgendeiner hier. Ah, Sprache drauf Police. steht. Oh. Oh, den muss ich mir mal holen. Oh. Die gucken wir uns jetzt an, meine Damen und Herren. Aber der hat keinen Balken, oder? Ah, Nee, doch. der hat rundum Doch, hat er Leuchten. irgendwie. Doch, der hat einen Nein, Balken. hat er nicht. Fuxi schreibt mir. Klar. Doch, bei der Polizeiversion. Hä? Ach doch, Tatsache. Oh, Fuxi hat mir ein Bild von Lars geschickt. Oh. Ja, Ja, dann wir ist haben ein irgendwie Bild mit blöd. Lars gemacht. Jani, das kannst du auch mal Soll ich schicken. Warte, ich schick's dir mal. Zeigen, das ich schick's dir zeigen? mal. Okay, schick mir mal. Ja, das kannst du mal schicken. Warte, ich schick's dir. Soll ich schicken? Ich muss jetzt mal Ach gucken. man, ich bin hier gerade in Fuxis Chat, ne? Und hier sind schon wieder so Bilder, die will man gar nicht sehen. Hier sind Haufen Gamescom-Bilder. Hilfe. Ja, komm, schick Wo? mal rüber. Was? Ja, ich muss auf dem Handy machen. Ich hab's sonst nicht auf dem Resi soll auch Leben. mal in die Gruppe schicken, diese Bilder, die anderen Bilder da, wo Benny Lars anguckt und so. Ja. Ja, die musst du das mal Ja, schicken. Sosi-Modding. Das wollen wir nicht in allgemein schicken, sondern hierhin. So, zack. Da ist es aufgetaucht. das wollen wir nicht in allgemein schicken. Zum Glück war es nur in der Insta-Story. Hä? Das Oh, da wird ist Warum Lars. schickt mir Fuxi? Ja, Ja, wir das haben hat er auch mir nicht vorhin nur auch schon Lars geschickt. gesehen. Da, das Wir haben heftige uns nicht nur Bild. mit Lars unterhalten, sondern auch mit Chris. Oh ja, von dem haben wir aber kein Bild. Haben wir uns mit Chris Aber unterhalten? Chris wollte irgendwie nicht so richtig mit uns sprechen. Also, Ich glaube, Chris mag Aber uns ich nicht. hab mir. Ach Gott, wie hieß die Rothaarige noch? Silke? Anja, Was Sonja, meinst Silke. du die junge Dame da, die Silke mit war uns cool. gesprochen Es hat? zwei. Ja, dann Und Silke die und eine, Julia. die Oder eine davon Laura, hat ich weiß mich dann nicht. auch noch mal beim Dingstand angesprochen, als du in diesem Viech da saß. Das war's. Warum Dieser hat die Minibagger. Bausimulator? Warum hat die dich da angesprochen? Ja, irgendwie sind die alle bei Astragon noch mit rumgesprungen. Ich Achso, weiß stimmt. nicht, Aerosoft? Nee, Astragon, wie hießen die? Astragon. Astragon. Astragon, ne? Aerosoft ist nicht so gut. Dasselbe. Ja, es hört sich beides Achso, gleich an. Aerosoft ist. Das ist Ja, Notruf und so, Astragon, der ganze Kack. Aerosoft. Ja. Astragon ist Qualität, Ja, ich Landwirtschaft zum verstehe. Motto Bausimulator. Na gut, Qualität kann man jetzt bei deinem Schülerstand nicht von reden, Simulator? aber. RAM Fackel. Simulator. Von welchem T6 redet Toni Locke? Den Janni eben hatte. T6. Der stand da Was für am T6? Logistikstrom. Da war ein Achso. T6 zu sehen. Stand einfach ein Unserer? T6. Ja, der Ja. hier. Der. Ah, Was ist denn das für ein Ding? Ja. Kann Ja, der? so, Kann man die ja. Türen öffnen?
Ja. Ja, müsste. Müsste der von Luki sein. Von Luki? Ja, das, ja, den haben wir doch von Luki bekommen, oder? Das ist der T61. Wir haben den von vielen bekommen. Ist es der T61 oder der T6? Nein, der T6. Ja, der normale T6 ist von Luki. Echt? Echt? Ich weiß ich nicht. Ja, das ist super. Auch ein ganz schönes Ding, ne? Er hat aber kein Tacho. Das ist einfach nur schwarz. Und weiße Striche, auch gut. Oh, was haben wir hier noch stehen mit dem neuen Golf? Oha. Nee, ist nicht zum Download. Nee, was ist denn das für ein Ding? Hä? Hm? Das ist der Passat. Ich bin blöd. Was? Das ist der Passat und nicht der Golf. Das ist der Golf. Perfekt. Ja. Schön die SBR hören. Ja. Der ist aber noch längst nicht fertig. Der tüftelt Benny gerade noch richtig hart. Warum ist da krass? Nein, Benny ist durch. Fabi hat die letzten Aufgaben. Nee, nee. Achso, gibt's da von einer neuen Version mit Licht? Moment mal. Ja, guck in die Liste. Die letzten Aufgaben sind für dich. So, ich wollte mir den Jeep angucken. Ich sehe hier gerade nur die beiden Sonstiges. Es gibt nur zwei Punkte, glaube ich. Oder Benny hat noch was hinzugefügt. Tacho animieren. Uhr einfügen. Ja. Oha. Ja, mehr ist es nicht. So, jetzt müssen wir uns mal den Land Rover angucken. Das Ding interessiert mich jetzt auch mal. Was kann denn? Keine Aufgabe. Bau. Aha, das ist der Bauskin hier mit so karierten Zeugs. Dann haben wir hier Polizei. Call 112. Polizei. Search and Rescue. Die Übersetzung ist sehr interessant, muss ich sagen. Die Rettung. Das ist fast so, wenn wir Französische Mod machen. Hä, hey, aber das Rettung, das hat doch Cheatsack auch in seinem Mod, oder nicht? Rettung 1, Rettung 2, Rettung 3. Was sind das hier für Farben? Silber Metallic. Oha. Alles schön Silber Metallic hier. Lange. Ich hol mir jetzt Polizei. Ich will da einen Balken drauf haben. Oha, Lichtleiste. Bau, Polizei. Oh, guck mal, die Polizei ist einfach rot und orange Drehspiegel. Hallo, Luis. Was für rot und orange? Ich meine, blau und rot. Das Zizi Modding Team. Blau, guck mal, Alter, hier ist es nur so ein Legacy. Blau und Polizei. Das Rettung. Ah ja. Ich hol mir jetzt was mal. Was ist das für ein Balken? Legacy. Legacy. Was ist denn dieser Balken her? Adventure. Keine Ahnung. Oha. Weiß man Adventure eigentlich mittlerweile, wer uns da angesprochen hat? Bei was? Beim. Ja, der Ecki. Ich weiß nicht, wer das war. Du kannst hier rechts und links Linker konfigurieren. Das ist heftig. Der sogar die Spiegel ändern sich dabei. Nee, links. Ist besser. Dach, Fenster. Oha, man kann da dieses Ding zumachen. Oh, man kann rechts und links Lenker einstellen. Das ist heftig. Oh, das ist jetzt ein richtig geiles Polizei-Offroad-Ding hier. Damit möchte ich jetzt hier rumfahren. Maschallah. Kann der was? Der kann eine Sirene, aber ich höre ja keinen Sound. Sirene. Auf Y hat der eine Sirene. Guckt euch diese pinken Relights an. Aber warum höre ich keinen Sound? Oh, Hilfe! Ei! Warum ist denn das Ding so hell? Das leuchtet ja die ganze Stadt aus. Ich habe leider keinen Sound. Was ist denn hier los? Ja, Gaming Cat, es werden in Zukunft mehr Feuerwehrmods kommen. Keine Sorge, wir sind Lichter. Immer noch mit dabei. Wir leben noch. Echt? Außer der Fabi. Ja. Stimmt. Was ist jetzt schon wieder mit mir? Fabi ist ein bisschen sonderbar. Oha. Ja. Warum? Luis, also mir geht's sehr gut. Wie geht's euch? Alles fit im Schritt? Wie geht's der Community? Das sind voll die heftigen Texturen hier. Guck mal, da ist was. Konturlinien. Guck dir diese heftige Reflektortextur an hier. Ecki, warum bin ich sonderbar? Das ist ein LS-Material, das weißt du, ne? Ach, Fabi. Stimmt. Was denn? Ja, aber warum? Achso, das ist einfach nur ein dickeres Traffic-Container oben. Ah. Das kann sein, ja. Ah, okay. Ja, das ist Material, ja. Eingefärbt. Für diese Tür ist sehr strange. Aber mir fallen die Leuchten. Hey, guck mal, da oben in dem FN steht, man sollte seine Maus nach links und rechts bewegen. Es ist aber nach oben und unten. Perfekt. Und ich hätte. Hat jemand was falsch eingetragen beim Symbol? Ich würde aber gerne das Horn hören. Aber ich bin ja leider taub hier im LS irgendwie. Oh. Mich würde das Horn auch mal interessieren. Hört man das im Stream, das Horn? Nein, ich höre selbst nichts. Hallo. Oh, Janni musste 6.440 Euro bezahlen. Oh, das ist nicht. Ist aber ein happiger Preis. Ja, das ist ziemlich teuer eingestellt irgendwie. Das kann man aber, glaube ich, in der Placeables XML noch umtragen. Sogar die Geschwindigkeit kann man da ändern.
Los geht's. Ach ja. Volle Kanne auf den Blitz dazu jetzt. Ist echt interessant gemacht. Okay, man hört kein Horn. Nein, hört man nicht. Ja. Schade, schade. Also, naja, wenigstens funktioniert bei Janni alles andere und ja. Ja, aber warum höre nicht so wie bei mir. Aber warum höre ich keinen Sound mehr? Das ist komisch. Wo kann ich denn das einstellen? Kann ich irgendwie in eine andere App gehen und gucken? Vielleicht ein falsches Ausgabegerät. Ja, aber ich höre euch ja auch. Ja, das ist doch viel über was anderes. Was machen wir mal? Kann man hier noch irgendwas sehen? Haben wir irgendwelche tollen Mods, die man zeigen kann? Einige, also im Grunde genommen einige. Was wollen wir denn mal zeigen hier? Ja, nee, hast du bei den Mods aufgepasst? Das Ding habe ich schon seit dem letzten Stream nicht mehr drin. Läuft noch bei mir. Also bei mir lädt er noch. Also doch, er lädt noch. Da steht sehr gute Verbindung. Bei mir steht aktuell ein Zuschauer. Ah, jetzt läuft was. Also bei mir läuft's hier. Ja, auf YouTube ja. Auch wieder. Ah ja, Ton ist auch da. Ja, du hast jetzt gerade dieses Hallo. Overlay mit Live-Chat. Du hast ein ganz komisches Overlay. Intermission. Und wie? Ja. dann mach mal deine Facecam an. Ja, ab geht's. Oh, jetzt, was spielst du jetzt? Oh. Da war das Intermission-Bild, das da standardmäßig drin ist. Herzlich willkommen bei Sosimodding, ihrem professionellen Streamer-Team. Das kenne ich irgendwo, ja. Janni, man hört dich nicht, die Musik läuft nicht. Ich möchte es jetzt nicht ausformulieren. Ich denke mal, du weißt, was ich meine. Deine Mom hat dir angerufen, als wir zurück in Fulda waren, ne? Fabian, kannst du das mal bitte jetzt nicht hier erzählen? Nee, das möchte ich ja nicht. Deswegen sage ich ja, ich formuliere das jetzt nicht aus. Wie sieht es mit dem kleinen Problemchen, sage ich mal, aus? Hat sie es vergessen? Ein kleines Problemchen? Warte, ich schreib's dir. Was? Ich bin froh, dass wir mit dem Auto hingefahren sind und nicht mit der Deutschen Bahn. Oh, Alter. Junge. Ruhe mit der Deutschen Bahn. Junge! Sommer! Also, dass es nicht mehr gibt, ist mir klar, aber nach wie vielen Tagen? Keine Ahnung. Boah, ey. Kommt der Rosenbauer RT zum Download heute und morgen nicht? Er hat mir jetzt geschrieben. Ey, was willst du? Er muss erstmal fertig werden. Boah. Sebastian Schreiner, hallo. Ich hasse Tobias, die Map gibt's noch nicht, aber du kannst dir gerne die Waldstätten auf unserer Seite runterladen. Oder geh einfach auf stadt-waldstätten.de. Boah. Was ist denn das? Waldstätten. Dieses Razer Cortex hat mir schon wieder gerade alles zerschossen. Razer Cortex? Ja. Meinst du nicht zufällig? Kaputt. Razer Synapse? Nein, Razer Cortex. Schon wieder was. Der Game Launcher. Was ist das? Da oben. Game Booster. Ach, Game Launcher. Ach, hab ich nicht sowas. Ach, Tobias, ja, ist schon, ist gut. Die Musik ist laut. Naja, die Mittelberg. Wenn sie überhaupt kommt, dauert sie. Ja. Ich hätte gerne mein Lautstärke im Messer, dass das startet. Ja, ich glaube, Janis PC ist kaputt. Ich glaube auch. Ja. So. Ich höre immer noch nichts im 28,27 €. Nein, unseren alten RTW wird es nicht nochmal geben mit der Trage und der Person. Die Lucy. Das ist nicht mehr unser das ist nicht mehr unser Standard. Wo waren wir eigentlich? Hallo, lass mich jetzt eingehen.
Lucy hat dir nichts getan, ja. Wo waren wir gerade stehen geblieben, wo ich abgestürzt bin? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei irgendeinem Blitzer. Ach stimmt, wir wurden geblitzt. Ah, ich wurde geblitzt und dann ist mein PC abgestürzt. Ja, irgendwie so. Ich weiß nicht, perfekt. Auf irgendeiner Verkehrsinsel. Wir waren hier hinten mit dem tollen Jeep unterwegs. Okay, aber eigentlich müssen wir gar nicht mehr in LS, wir könnten ein bisschen tüfteln gehen. Weil im LS hören wir sowieso nichts. Das stimmt. Mittelberg, gucken wir mal hier. Mittelberg. Ach, die Mittelberg. Ah ja, ja. Viel Zeit, viel Aufwand. Ja, aber heftig. Na? Könnt ihr eine Drehleiter für die Feuerwehr Waldstätten modden? Wir schauen mal, was da vielleicht noch kommt. Irgendwann. Es gibt immer dieses Sprichwort, lass dich überraschen. Das ist ein Lied. Lied, Sprichwort ist doch alles das gleiche. Nirox. Mein Schäfer. Nirox. Ja. Die Map lädt gerade so schön. Ich hätte da so ein schönes Bildchen. Das könntest du kommentieren. Fabi. Was für ein Bildchen, was ich kommentieren soll? So ein Bildchen mit G. Du hast da bestimmt nichts zu tun, oder? Doch, ich mach das gerade. Oh, ja. So, dann haben sie jetzt Freigabe. Ja. Kannst also du tüfteln. Mal Roblox spielen? Ja, nicht immer noch Roblox. Ja, ich tüftel gerade was. Nirox. Okay. Sage ich jetzt hier nicht, aber ich tüftel was. Könnt ihr mal leise sein, Nirox muss reden. Warum? Dann egal. Wenn bei mir ist das Bild noch nicht da bei dir. Nee, sag mal. Ja, aber vielleicht mache ich das. Aber du wirst lass ihn erstmal Werbung machen. Du wirst da auch mit Verzögerung gesehen, von daher kannst du schon anfangen. Ach, also, das Bild. Ja, nee, kannst du mal Roblox spielen? Ja, können wir da mal machen. Das steht im Chat. Ja, komm. So, meine lieben Freunde, passt mal auf. Wie ihr vielleicht alle wisst, sind wir immer noch G-Portal-Partner. Und das heißt für euch, dass ihr ab sofort 10% mit unserem sosi.link/gportal sparen könnt. Das heißt, wenn ihr genauso gerne zockt wie Fabi und gerne Farming Simulator spielt, dann könnt ihr da diesen QR-Code entweder scannen oder einfach auf den Link in der Videobeschreibung klicken für 10% bei eurem G-Portal-Server. Egal, ob es jetzt der erste G-Portal-Server ist oder ihr noch oder ihr schon einen habt, der funktioniert immer, also wer gerne 10% haben will und sparen möchte, kann es gerne über unseren Link tun. Und gibt auch nicht nur LS22 Server, gibt alles. Gibt alles. Alles, was bei G-Portal ist, könnt ihr mit unserem Link abrufen. Und wir verdienen daran nicht viel, aber wir kriegen eine kleine Provision. Also viel Spaß mit diesem Link. Top-Bot. Was? Ja. Okay. Das ist wichtig. Achso, und wo es gerade nochmal eingeblendet wird, ihr könnt auch gerne unseren Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn wir haben festgestellt, dass fast 50% unserer Zuschauer nicht abonniert haben. Was ist denn da los? Immer noch. Das geht aber überhaupt nicht. Ja, finde ich aber auch. So, ich glaube, wir können mal ein bisschen hoch. Ich habe mal überlegt, ob man vielleicht wieder mit TikTok durchstarten soll. Ja, los geht's in die Rocks. Das liegt nur an dir. So, ja, du machst die Videos. Na, ich habe da keine Login-Daten mehr. Hä? Okay. YouTube Shorts. Oh, nee. Nein. YouTube Shorts. Wir springen jetzt nicht auf den, ich sag den Namen jetzt nicht. Okay, Planänderung. Wir starten nochmal LS22 und gucken, was wir auf dem Hof platzieren können. Tolle Sachen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was es für platzierbare Objekte im 22er gibt. Die Feuerwache von Ecki. Ja, nee, das ist ja kein Farmhaus. Doch. Hallo. Ist ja ein Farmhaus. Da kann man auch drin schlafen, ja? Ja, aber das gehört nicht auf den Bauernhof. Doch, hallo. Das haben andere Leute eine andere Meinung, ja. Achso, okay. Also, es gibt auch Leute, die sagen, sowas gehört überhaupt nicht in den LS. Ja, das finde ich aber auch. So ein Scheiß. Also, das war dein letzter Tag bei Susi. Ich sag das nicht. Also gerne, also erstmal ehrlich, wenn ihr zum Mod habt, gibt es schon eine schöne. Was? Ehrlich? Aber egal. Auf jeden Fall im Mod gibt es schon eine schöne Feuerwache von Nerox. Einfach mal nach Feuerwache. Wie heißt das Ding? Feuerwache? Oder wie hast du das genannt? Ja, einfach Deutsche, Feuerwache. Oder NRX-Ecki. Ja, genau. Sucht nach NRX-Ecki. Da gibt es so eine schöne Feuerwache. Wenn ihr euch die im Ingame-Mod habt runterladet, könnt ihr da auch noch 5 Sterne runterlassen, um Nerox ein bisschen zu unterstützen für seine Arbeit. Würde sich bestimmt auch freuen, oder? Anscheinend freut er sich nicht darüber, aber gut. Haben wir uns nicht sogar in der Hinterbar noch darüber unterhalten, Ecki? Also, was haben wir denn Tolles? Was haben wir? Nix, alles gut.
Was haben wir, Fabi? Alles gut. Nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Du meinst beim Chillen? Ja, beim Chillen haben wir uns noch. Ich sehe das Problem nicht, wir sind 80, ey. Warum gibt es hier eigentlich nur so einen scheiß Bauwagen und so ein Alpenhaus? Beim Chillen auf dem Schießmarktplatz in was? Deutschland. Es gibt hier nur so einen Bauwagen. Ja, wir waren auf dem Schießmarktplatz in Deutschland. Und so ein Alpenhaus. Wie du so ein Mist. Ein Programm blockiert das. Was denn für ein Programm? Avia, nee, wie heißt das Ding? Aviast. Avast. Was redet ihr denn jetzt? Bei Aviast hast du getankt, aber dieses Programm heißt Avast. Also, und es gibt aber was auch ich, Avira. Ja, Avira gibt's ja noch. Mit diesen Antivirenprogrammen, da habe ich immer schlechte Erfahrungen mitgemacht, also. Perfekt. Ich benutze nur das Standardding von Windows, das funktioniert einwandfrei. Kaspersky war früher auch gut. Windows. Irgendwie sind diese Fahrsilos schon hässlich, ne? Ja, irgendwie sieht alles ein bisschen gleich aus im LS. Oha, das ist schön, aber es sieht ganz gut aus, aber es ist ein bisschen riesig, die ganzen Dinger hier. Ich brauche irgendwas Kleines für den Hof. Und ich will nicht wieder diese kaputten Dinger von Nerox verbauen. Der arme Ecki. Also kaputte Dinger von Nerox. Ja, da wo es rauswächst. Das war auf der Mittelbergzone, auch auf der Waldstätten. Oh. Ja, mit Sinus habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, das merkt man. Ja, ich glaube, das Thema lassen wir mal. Das ist ein Misthaufen gegen Bunkersilo, ja, so ein Mist. Egal, dann stelle ich jetzt. Nein. Lass es einfach. Das ist wahrscheinlich egal, das gucke ich nachher. So, was haben wir denn hier an schönen Silos? Wie war denn der Hof im 19er gestaltet? Hier drüben schon, glaube ich, ein schlecht. Silo. Das gibt's nicht. Das, ja. Oha. War kein richtiger Hof. Wer hat denn den eigentlich gebaut hier? Das war ja Frechheit. Böse Zungen würden behaupten, wir hätten keinen schönen Hof gebaut. Ja. Die böse Zunge bist du. Ist so. Ah, also hier schon so ein heftiges Silo, ja. Oh, Entschuldigung, durfte es keiner wissen. Das Farm H 500 nehmen wir da. So, was braucht man auf so einem Hof? Gibt es schon ein TLF für die Waldstätten? Nein. Komisches Heusilo. Oh, ein GTLF. Oha, es gibt Güllegruben. Ja. Eine zusätzliche Güllegrube kann nur in der Nähe von meinem Stall platziert werden. Ah ja. Kuhstall brauchen wir auch. Oh, das ist aber eine große Weide. Gott, gibt es auch kleine Dinge. Das sind alles nur Motzi. Kuhstall mit Fütterungsroboter. Was gibt es denn hier alles? Ich habe noch nie richtig LS gespielt im 22er. Ich auch nicht. Perfekt. Ich auch nicht, bei mir geht's nämlich nicht. Ach so, ja, da war ja perfekt. Was. Wie kann man sich hier drehen, Kuhn, ey? Warum wir hier so einen heftigen Kuhstall hin wahrscheinlich wieder, ne? Ja. Was haben wir hier noch so überhaupt? Produktion. Ach, Produktion müssen wir auch noch verbauen, ne? Das ist ja schlimm. Was ist mit dem Unimog? Achso. Hallen, ich verstehe. Was sind hier für tolle Hallen? Was hab ich denn hier alles zu sagen? Ah. Ach komm, wir gehen jetzt einfach in Giants und tüfteln da. Gucken wir mal, was im Spielverzeichnis so rumfliegt. Ja, so Feuerwehrfahrzeuge brauchen immer ihre Zeit. Vor allem müsst ihr ja alle beachten, wir machen das nicht hauptberuflich, wir verdienen hier auch kein Geld dabei, wir machen das in unserer Freizeit. Neben Familie, Freundinnen und Freunden. Das bedeutet, dass manchmal auch keine Motivation da ist und das ist dann halt ich einfach ein bisschen sagen, länger dauert. Keine Zeit als Motivation. Ah, wobei Motivation, ja. Beides. Ja, beides. Das habe ich leider vergessen, von welcher Marke das komische Silo war. Aber egal, dann suche ich jetzt erst das Farmhaus. Irgendwas mit Unica vielleicht. Ich suche jetzt das Farmhaus. Kommt noch alte Feuerwehrfahrzeuge. Mobile Home. Nee, Rox. Wissen wir noch nicht. Lasst euch überraschen. Jetzt denken alle, jetzt kommt was. Am Ende kommt nee, ich bin ja immer für alte Feuerwehrfahrzeuge, ja. Ja, nee, Rox tüftelt jetzt selbst durch, der modelliert die jetzt. Na, ja, hauptberuflich. Ja, klar. Habe ich doch beim LAF auch gemacht. Farm Buildings. Gibt's nicht auf der Dings, auf der... wie heißt diese französische Mitnahme? Oh, Belaron. Ah, nee, die Standardmap. Nee, Fabi, nicht die Maltex. Also, ich will ja nichts sagen, aber diese Farmhäuser im 22er sind ja schon irgendwie hässlich, ne? Diese Haut-Belliron da. Haut-Belliron, genauso wird's ausgesprochen. Hast du nicht sogar Französisch? Hatte, ja. Ja, meine ich doch. Kein Französisch mehr. Niemals. Gibt es hier auch schöne Farmhäuser? Nein. Warum nicht? Map US, was gibt's denn da für ein Farmhaus? Farmhaus da. Farmhaus 02.
Ach, das gute alte TLF 3000, das weiß ich ja auch noch. Auf meinem Server war mal einer von Sosi, aber weiß nicht, ob der echt war. Nee, alle Fake, ne? Ach, ich war auf dem ein oder anderen Discord-Server. Wie hieß denn der? Ich war da aber nur kurz drauf. App Alpine. Tobias. Weiß ich nicht. Ja, aber wie heißt Tobias Server? Ja, weiß ich nicht. Setze Question. Farm Preplay. Ah doch, da war ich glaube ich auch mal. Nee, weiß ich nicht. Wir werden als Einladungen geschickt. Da gab es ja auch mal den einen kleinen Skandal, wo ich jetzt nicht drauf eingehen möchte. Ach, ja. Aber RP Mavi hatte damals so ein kleines Problem. Ja, bei RP alle rein, kein Gekicke, war ich nicht drauf. So, was haben wir mal hier? Ich weiß noch, Fabi hat mal auf so einen bestimmten Link geklickt und danach. Seitdem klickt er auf keine Links mehr drauf. Nee, ich bin Alter. Das ist ja wirklich an alle gegangen. An den Vater von einem Kumpel ist das sogar. Der hat sich zum Glück nicht drauf angesprochen, aber stell mal vor, der hätte das gemacht. Der klickt selbst drauf aus Interesse. Den Link habe ich auch geklickt. Dann war der Fuck. Ja, natürlich, den hat jeder Privatchat geklickt. Gekriegt. Ich fand das sehr komisch im ersten Moment. Und ja, ich dachte, du meinst das wirklich ernst. Ich hätte fast drauf geklickt. Ich sagte so, wie es ist. Ich fand es auch im zweiten Moment noch komisch, aber nee, es ist möglicherweise dumm gelaufen. Bunkersiedler, Large. Aber das ist ja nie passiert, das ist ja alles nur Einbildung gewesen. Ach so, also macht nicht den Fehler wie Fabi und klickt auf irgendwelche Links, klickt nur darauf, wo ihr wisst, dass da nichts passieren kann. Sonst habt ihr auch ganz schnell mal eure Daten im Internet preisgegeben oder irgendwas runtergeladen, was man nicht möchte. Ich finde diese ganze Placeables irgendwie hässlich sind. Placements? Was? Placeables. Also. Können wir irgendwas anderes zuschneiden? Ich habe keinen Bock auf Hof. Wir könnten ja, die Rastplätze rüberholen. Was für nein? Was willst du denn jetzt? Du wird nichts anderes getüftelt hier rum. Doch, Rastplatz. Doch, wird getüftelt. So, wir brauchen jetzt die FS19 Mittelberg Converted. Da klauen wir uns jetzt die Rastplatzsachen. Hallo? Die habe ich getüftelt. Hast keine Freigabe dafür. Nee, das ist mir jetzt sowas von egal, der McFuchs hier gehört dir nicht. Den müsste ich mir aber am besten auch von der Waldstätten holen, weil der animiert ist. Ja. Ja, das stimmt, hol mir die mal von der Waldstätten, das stimmt. Fuck, ich hab Kopfkino. Okay. Alles gut. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte's auch nicht. Muss ich noch fragen, was da los ist? Das willst du gar nicht wissen. Boah, diese Fahrzeuge in Motorschläge sind heftig. Was ist da? Das ist ein heftiger VW. Oha. Ein ID Ding. Ich hab da schon eine Meinung zugeschrieben, ne? Danke, dass dir unser LAF gefällt. Mir gefällt's auch. Ich finde das wirklich schön. Hässlich. Nein. Du! Nein! Nicht. Also stopp, Moment mal. Ich finde das wirklich schön. Das ist eine Unterstellung. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Genau. Fabian. Ich glaube, du guckst zu viel Laude, habe ich das Gefühl. Nee, das war nicht viel Laude. Ich weiß es gar nicht. Das war irgendein so deutscher Rentner. Das ist ein deutscher Rentner. Okay. Ich bin euch dankbar, dass es euch gibt, weil ohne euch würde es nicht so geile Feuerwehrmods geben. Ausrufezeichen, Doppelpunkt, Minus, Klammer zu. Oh. Das ist ein Smiley. Ach so. Meine ich doch. Tankstelle brauchen wir nicht. McDonalds brauchen wir nicht. Das ist McFuchs, die nehmen nicht um den Fuß. Irgendwas ist hier kaputt mit der UV, ich weiß nicht warum. Fabi. So, ja. Laternen. Das ist Jungs, kaputt. Ich bin jetzt weg. Gute Nacht. Tschüss. Hier. Also, hallo. Hier, alles ganz normal und dann kommt dieser eine Link. Unknown PNG wurde hochgeladen. https://. Nein, jetzt lädt es nicht vor. www.starmet.eu/. Nein, der oben. Der fette Link. Was ist mit dem Link? Warum ist der so fett? Das ist wahrscheinlich so. Ja. Ja. Ich muss einen neuen machen. Ja. Ja. Machen Sosi.link. Nein. Hallo, ich verstehe jetzt das Problem nicht. Das ist ein ganz normaler Link jetzt hier gewesen. Okay. Nein. Du und deine ganz normalen Links, Fabi. Lass es.
Schlechte Erfahrung, oh, ne? Oh, schwierig, Nerox. Nein. Ich glaube, der Link ist so. Doch, der Link ist auch ein riesig. Ich weiß auch nicht, ob die den gesehen hat. Ach, sowas merkt die doch nicht. Die öffnet doch nie ihr Discord. Hoffentlich. Ja, weg damit. Wenn nicht, frage ich sie nachher mal. Nein. So, ja, das ist super. Wenn sie es nicht mitbekommen hat, ist doch gut. Ecki, wag es nicht. Irgendwas hat Flo mit meinem RT kaputt gemacht. Mit deinem RT ist schon alles kaputt gewesen, bevor Flo überhaupt was gemacht hat. Hallo? Ich finde ihn sehr schön, außer deine Juwelen ein bisschen kaputt, Fabian. Also stopp, Moment mal. Ja, Fabian. Also die Juwelen oder der Skin? Ja, der Skin. Und ja, nicht, die, nicht der Skin, die Juwelen ist ein bisschen kaputt und ein bisschen verzogen an manchen Stellen. Und, ja, das ist, ach, aber das kommt durchs Pulli reduzieren, ne? Nein. Nein. Ach, ich weiß aber nicht, was Flo hier kaputt gemacht hat. Das funktioniert nicht mehr. Flo ist immer schon. Die Juwi ist total im Bobo. Total, oh. Okay. Genau. Jetzt mal nicht so vulgär hier. Weiß nicht, was der hier gemacht hat. Ja, war echt, ey. Saftladen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Mit dir hier. So. Rein damit. Wo ist eigentlich der Weltraum? Wo ist denn eigentlich Weltraumgetreide? Was für ein Weltraumgetreide? Weiß ich nicht, der war einfach weg. War der heute schon da? Ja. Hat schon getüftelt. Wer ist denn Weltraumgetreide? Egal. Achso, Benny. Ist, Hab ich das nur Ecki erzählt oder habe ich das auch Fackel und so erzählt? Ich weiß nicht. Das weiß ich nicht mehr. Kann sein, dass du es mir vielleicht im Auto erzählt hast. Ich weiß nicht. Irgendwann habe ich gesagt, hier, um den Namen nicht zu leaken, Weltraumgetreide. Ach, das war doch schon ein toller Tipp, oder? Hast du gestern im Channel erzählt? Oder vorgestern? Ich weiß nicht. Was ist denn hier kaputt? Och, Mann. Diese Musik ist auch sehr interessant, die hier läuft. Ja. Oh, jetzt weiß ich, woran es lag. Glaube ich. Boah, ist das, weiß jemand, was das für ein Musik-Style ist? Schreibt mal in den Chat, bitte. Was denn? Was hier läuft. Ich kenne mich damit nicht aus. Hm? Geht Richtung Techno, oder? Ja, schon. Irgendwie irgendwas abgespacedes hier irgendwie. Techno. Was abgespacedes? Ja. Weiß ich jetzt ja nicht, ob das so geil ist. Also, ich dachte so, wie es ist, ich habe die Musik nicht rausgesucht. Fackel hat sie auch nicht rausgesucht. Es ist so hier so, guckt euch das an hier. No Copyright Sounds, 2 Stunden, Most Viral Songs 2019, oh. Oh, dann tut mir das aber leid, dass die viral gegangen sind für alle, die sich's anhören mussten. Oh je. Ich lieb Techno, ich lieb Red. Okay. Aha. Das ist schön. Freut mich für dich. Finde ich auch. Ach, Mensch, meine Frage, Leute, warum ist in Bookshop 24 ein Regal nicht drin? Was ist da drin? Nix. Nichts. Ja, und ist halt ausverkauft, das Regal, hä? Ach, bin ich blöd. Ja. Wann kommt mal ein Steyr oder ein MAN Feuerwehr-LKW raus? Nee. Also ich weiß nicht, was ein Feuerwehr-LKW und ein Steyr miteinander zu tun haben. Ja, Steyr, Steyr macht nur Traktoren. So. 15er nee, Steyr. Die haben auch mal so früher neben Schleppern auch noch Dings gemacht. LKW. Schlepper. Da guckt es jetzt auch so ein Bayer, der Schlepper sagt. Ding hat Ding, hat. Boah, guck euch diese geilen Dinger hier an. Walchen, hat Walchen. Ich dachte, in Bayern heißt das Bulldog. Da ist es Trecker. Ah, nee, Bulldog, ja, ich weiß es nicht. Ah, guckt euch diese heftigen Dinger an, ja. Das ist doch wunderschön, das ist ein MAN. Das ist auch schön. Oh. Mach schon jetzt lang. Ist die UV komplett. Also so ein kaputt. Ding weiß nicht, ob man das tüfteln will. Was ist denn das? Sieht ja schon ein bisschen komisch aus, ne? Ja. Also Steyr wird von uns nicht kommen. Also das kann ich dir versprechen. Weiß noch einer, was am RT gemacht werden musste? Nee. Einfach alles. Neu. Ach, Fackel, jetzt reicht's.
Neu in Game, bitte. Oh. Nein, ich weiß ganz genau, was du noch wolltest. Das waren die Lichter. Und ein Skin. Lichter? Hast du da nicht sogar Streu gelassen? Ja. Und... Hä? Ja. Ich hab das alles nochmal umgebaut. Oh. Ja, an den Lichtern. Da hast du dich beschwert, dass da kein Chrom drin ist, sondern... Ah, ja. Oder was auch immer. Chrom ja. Und Bumpy. Chrom am besten noch mit K geschrieben. Ja. Machst du das nicht? Doch, immer. Nee, sehr gut. Oma Fabian, jetzt reicht's aber langsam. Niklas, was willst denn du jetzt von mir? Ach Mann, das ist kaputt. Ach Flo, also Flo, ne? Ist er jetzt im Live-Chat vertreten oder was? Hallo Flo. Ja, aber das kann er jetzt mal hören. Achso. Hier ist alles kaputt an dem Stück, was er da gebaut hat. Könnt ihr euch bitte die Minute merken, dass Flo sich das nachher angucken kann? Minute 47 und 39 Sekunden. Das ist wichtig, das lasse ich angucken. Woran kann denn das bitte liegen? Ich verstehe es nicht mehr. Im Zweifel an dir. Jo. Ja, kann ja auch sein, ne? Das Problem sitzt ganz immer nah vorm Bildschirm. Tag scheint auch. Ja. Oh. Oha, die Links sind fertig. Was? Die Links? Ja. Was habe ich jetzt verpasst? Ich habe Links zu Anbauteilen rausgesucht. Ui, oh! Funktioniert. Ich habe einfach die Normals nicht zurückgesetzt. Das war der. Das Flo. Hallo! Nicht ganz. Oder ist Flo? So ähnlich. Hallo? Hallo? Wir sind live auf YouTube. Oh, das wusste ich nicht. Jetzt heißt es. Ups! Hallo und herzlich willkommen bei Sosi Modi. Lass es einfach. Ihre Bestellung bitte. Inkompetenten Partner. Im Hallo. Bereich LS22 Modding. Mehmet hat mir geschrieben. Eventuell Mehmet. Nicht mitbekommen. Mehmet Effe. Warum ist Mehmet und Effe? Mehmet Effe, wer ist das? Mehmet Effe. Warum ist man der? Mehmet Oe. Der arbeitet bestimmt bei Piccolo. Piccolo? Piccolo? Ach, das war ein schöner Ausflug. So ein dicker Mann. Achso, Ecki, möchtest du mal sagen, wie das Minigolf-Turnier ausgegangen ist? Das Minigolf-Turnier vor Köln. Bei Zeus in der Nähe. Das, ja, das war super. Ja, das, die Bahn war gerade. Ja, ja, schwieriges Thema. Lass mal hören. Also, wir waren an einem sehr interessanten Golfplatz, muss ich sagen. Minigolfplatz. Der war mega. Darf man nicht verwechseln. Der war schon etwas älter, aber schön gestaltet. Warum dann älter? Der war voll gerade und übelst neu, okay. Der war neu. Ja, genau. Der war gerade frisch. Ja, der war. Ja, die haben dann nur ein bisschen überall ein bisschen ausgebessert, ne, weil ist im Winter ein bisschen aufgeplatzt alles. Ah. Nee, wir waren da an einem Minigolfplatz und die Bahn war so krumm und schief, dass man mindestens 7, 8, 9, 10, 11 Schläge gebraucht hat, um diesen Ball auf einer geraden Bahn in das Loch zu bekommen. Das war aber fast nur bei Ecki so. Fabian also hat dann auch einfach mal einen Schuss gemacht. Also das habe ich ja da gefühlt. Ich glaube, Ecki hatte 12 oder 13 und Fabi einen. Das ist jetzt hier, warum ich mit Giants geguckt. Ja, gut, aber man muss sagen, die Bahn, wäre ich da gelandet, wäre eh gelandet seid, hätte ich das, glaube ich, auch nicht so ganz einwandfrei. Das war einfach scheiße. Ja, okay, das auch, aber... ja, ja. Fand das nicht so lustig, ja. Da war noch eine andere Bahn mit diesen, da waren so Stäbe am Rand wie so ein Geländer. Ah. Man konnte einfach mittendurch, da war komplett frei, dann war in diesem Geländer rechts und links noch so ein riesengroßes Loch. Wirklich, da waren nur ganz dünne Stangen. Und man hätte wirklich, man hätte überall lang schießen können. Und Ecki schießt genau gegen diese Stange. Die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Stange trifft, war wahrscheinlich 1 zu, keine Ahnung, 1000, was weiß ich. Und er trifft genau die Stange.
Mit Ecki müssen wir nochmal Minigolfen gehen, wenn wir wieder auf den ja, aber wir auf einem ordentlichen Platz, ja. Der war top. Könnt ihr mal richtig Golf spielen, Queen? Oh ja. War auch das die Überlegung, aber... Nee. Naja, wir hatten die Auswahl. Auf der Heimfahrt sind wir auf einmal an dem anderen Golfplatz auch noch vorbeigekommen. Ja. Aber das war voll ach, günstig. Ja. Das hat pro Person 4,50 Euro gekostet für 18 Bahnen. Was glaubst du, warum okay. die Bahn in dem Zustand war, in dem sie war? Ey, es gab Toiletten, das waren Toy Toys. Die waren auch nicht. Das ist eigentlich den Kindergeburtstag. Ah. Kindergeburtstag auf dem Klo. Nee. Ja, genau, auf dem Klo. Aha. Da war so ein Kindergeburtstag und ja. Ich glaube, die wollten einfach nur so Kinder im Geburtstag mit. Hat der Inhaber nicht gesagt, dass der Verlierer allen anderen einen ausgeben muss? Ja. Ja, genau. Und da kaufe ich dann nochmal für 3 Euro eine Pfanne oder was? 2,50, ja. Also ich bitte dich, das waren 2,50. Und da gab es nicht mal Pfand drauf. Oh. Auf die Flaschen. Achso, ich konnte ihn nur in den Glascontainer schmeißen. Okay. Perfekt. Ah, die Seemannslieder, die haben schon ordentlich geballert, du. Was sind für Seemannslieder? Vor meinem Hotel. Ah! Fenster. Ja. Rentner. Fabi hatte Rentnerbesuch vor seinem Hotelzimmer, das war sehr interessant. Also, aber die waren nett. Der war genau auf der anderen Seite vom Hotel als Ecki und ich. Und wenn er sein Fenster auf hatte, war sein Fenster genau über so einer Dachterrasse und da saßen bis 1:30 oder so irgendwelche besoffenen Rentner und haben Lieder gesungen. Das hat er dann alles mit anhören dürfen. Geil. Das war ein wunderschönes Lauschen. Das war lustig, ich fand das geil. Wir haben die gar nicht gehört. Ihr wart auf der anderen Seite. Doch, ich hab die gehört, als ich auf der Toilette saß, ja? Da hab ich ja alles gehört. Ja, also ich möchte jetzt nicht genau drauf eingehen, aber das Hotel hat keine schalldichten Wände gehabt. Oh Gott. Ich hab Stopp! Schwierig. Stopp! Kann ihn jemand verbannen? Das ist aber nicht okay. Fabian, jetzt wird's privat. Ja, hallo, okay. Stopp, du hast mit dem Thema hier angefangen, ja? Kannst du mal aufhören zu lachen? Meine Güte, das war ein traumatisches Erlebnis hier, ja? Ich fand's gut. Vor allem, weil ich dachte, als ich das Video geschickt habe, wer ist denn das jetzt? Ich sag, Fabi guckt irgendwelche Opern. Stimmt, du hast das jetzt gesehen. Irgendwelche Leute. Oh, Hilfe. Ich weiß, das kommt jetzt einem dumm vor, wenn man das so hört, aber das war schon funny. Oh, Hilfe. Ich glaube, das Thema lassen wir dann. Themawechsel, bitte. Bitte. Kirk, kannst du einen Chat machen? Könnt ihr mal ein Mercedes-Benz Drehleiterbahn 1113? Nein. Könnt ihr mal wieder ein altes Weiber-Autobahn für den LS22? Nein. Bei uns musste man jederzeit 3 Hallo, Euro PE zahlen. Freundlicher, nicht so wie zu dem Jungen. Ja, Ecki, ne? Kennt ihr ein gutes Programm, wo man Videos verpixeln kann? Da muss ich mal rumprobieren. Also, ja. Shotcut ist eine billige Variante für sowas, ist gut. Kostenlos, besser gesagt. Ja, nehme ich auch immer. Ja, ich nehme immer Shotcut. Du hast Shotcut? Ich habe Shotcut. Okay. Du hast auch Photoshop. Nein. Wildflop, ich war da. Nicht mal. Oh ja, das muss ich jetzt auch mal öffnen. Da muss ich ja noch was machen. Dann muss der RT doch noch mal warten. Also Leute, so seht ihr, deswegen dauern manche Projekte ein bisschen länger. Aha. Meine Freundin kommt ja auch gleich, ne? Das hab ich... Ne? 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 Das wird eine Vollkatastrophe. Was? Wenn sie sich entschließt, endlich mal herzufahren. Oh, es tut mir leid. So gegen halb 5, ja. Der arme Nitty wird schon wieder genötigt hier.
Nee. Ich glaube, er wird mehr von seiner Freundin genötigt als von uns. Okay, also, ich sag dazu mal nichts. Aber es ist möglich. Lassen wir unkommentiert. Ja. Fabi? Ja. Ach nee, hat sich erledigt. Krank, gerne. Sagen, wenn er so Fabi sagt, dann kann es nur irgendwas Sinnloses sein oder er will irgendwas von dir. Nein, danke. Nein, ich wollte nur was fragen wegen seiner UV für den RT. Meine UV? Fabi? Ecki? Ich brauche nochmal eine Textur. Hat sich erledigt. Ja, hat sich erledigt, hast recht. Hat sich erledigt, hast du recht. Also als erstes müsstest du bitte nochmal den RT komplett in Substance Painter reinholen. Ich bräuchte eine neue Klasse. Moment mal, was? Weil ich jetzt weiß, wie ich die Mesh-Feder wegmache. Sehe ich so aus, als hätte ich eine Ahnung, wie der das wunderschöne Programm funktioniert. Ja, wir wollen doch auf den neuesten Stand der Technik bleiben. Ja, okay. Was willst du denn in Substance Painter? Ey, Klaus Map tüfteln? Ja, dann mach mal. Ach so. Nur weil ihr da immer zu faul zu seid, irgendwelche Maps zu tüfteln? Solange du keine Normal Map auf Bumpy machst, ist alles gut. Hier läuft gerade einfach unsere Automusik. Muss ich doch. Nein. Das sind Mod-Hub-Richtlinien. Ja, der RT kommt doch nicht in Mod-Hub. Ah, scheiß auf Mod-Hub. Das wird man ja sehen. Nein, da kommt keine Normal Map. Also da wäre ich mich sogar dagegen. Ach, dann kommt halt keine normale Map aufs Bumpy. Danke. Ja. Also, wirklich. Der Frechheit. Was du hier schon wieder... Lass es. Nein. der alte geklaute Witz. Den lassen wir jetzt mal schön außen vor. Nein. Bodenlos. Ist ja wirklich bodenlos. Nein. Ist so. Frech, ey. Oh Mann, Alter, von wem kam der Step nochmal? Moritz. Der hatte gestern einen Unfall mit seinem Rollerchen. Welcher Moritz? Seinem Rollerchen. H-Punkt. H-Punkt? Hm? Sowas sagt man hier nicht. Hä? Das ist doch nicht schlimm? Ja, es ist nicht schlimm, aber trotzdem muss man sowas nicht betonen. Okay. Ja? Wir akzeptieren jeden, egal wie er ist. Ne, Fabian. Horri, du Model. Ach, den hier, okay. Jetzt weiß ich. Ey, guck mal, was ich für Videos vorgeschlagen bekommen. Mit der Drohne überall Städten. Aha, ja. Also im echten Leben. Ah. Ja, das ist 10 Kilometer rein. Von mir weg, habe ich vorhin wieder das Schild gesehen. Beim das ist das Waldstätten im Buch. Im Buchenwald. Also, Moment mal. Erstens, ich wohne nicht in einem KZ und zweitens. Ja, das ist 10 Kilometer. Ja. Die haben eine schöne Feuerwache. Fabi, hast du eigentlich noch die Feuerwache, die wir im Urlaub gesehen haben? Ich hab dir einen Link geschickt. Die müssen wir auch nochmal nachbauen. Overart. Ich hab Kommentare nicht mal gecheckt, was da überhaupt eine ist und auf einmal so, oh, guck dir mal die Feuerwache da drüben an. Schreien da beide in dem Auto rum. Also Moment mal. Moment, da muss ich auch wieder sagen, ich hab nicht geschrieben. Doch, du hast dich aber aus der drüber gefreut. Ja, beide. Das Moment mal, also diese Unterstellung weise ich jetzt hier mal zurück. Fabi, also, mach dich schon mal ans Kontakt aufbauen mit der Feuerwehr. Ich frag nicht, wie du nach einem Bauplan. Dann mach ich's halt auch nochmal. Ja. DLK 1812 ÖAF. Mitty, du musst wiederkommen. Hab ich gerade so gegoogelt. Was ist das? Das Mitty ist macht immerhin die organisatorischen Dinge, ich vermisse ihn jetzt mit schon. DLK mit MAN-Cap. Statt MAN steht da aber ÖAF. Hä? ÖAF. Was ist ÖAF? Besser als Lizard. Ich kenne nur ORF, das ist ein österreichischer TV-Sender. Also da steht nur ORF, da fehlen zwei Punkte. Hm? Wann kommen die nächsten Folgen? Ah nee, das ist ja. Also fertig sind. Und da wir auch Familie haben und nebenbei auch in die Schule gehen oder arbeiten, wird also, das etwas länger dauern. Ich möchte das Thema jetzt nicht wieder anstochern, Fackel, aber Abi, ne? Auf was? 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 Ja, was? Alles gut. Ja, Fabi muss Abi lernen gehen, meint er. Ja, Fabi ist bald weg. Fackel lacht mich immer aus, wenn ich sage, ich gehe jetzt Abi lernen. Nein. Doch. Wir kriegen schon Ersatz, keine Sorge.
Ja, bitte. Ja, wir haben ja immer noch Hannes. Nein. Hä? Haben wir den? Nein. Der macht was, keine nein. Mehr. Hannes, wo ist denn Hannes überhaupt? Den gibt's nicht mehr. Der weiß ich nicht. Immer. Der ist aber nicht, noch schon ewig Hannes, nicht mehr auf Discord online gewesen. Hannes, komm vorbei. Wenn jemand Hannes gesehen hat, dann schreibt uns bitte. Bitte senden Sie eine Mail an melde dich als sozi-modding.com. Imagine, die gäbe es wirklich. Muss Benny mal erstellen. Bitte melde dich. Ja. SRF Baujahr. So müssen wir unsere Support, unsere Bewerbungs-E-Mail nennen. Bitte melden. Ja. SRF ist doch aber jetzt wirklich so ein TV-Sender. Verstehe. Ja, SRF. Ja, warum will denn jetzt so ein SRF TV-Feuerwehrauto? Ja, SRF ist ein Schweizer Radio- und Fernsehsender. Warum ist das ein Feuerwehrauto? MAN plus DAF ist ÖAF. Warum gibt's MAN plus DAF-Dinger? Weil das könnte ganz einfach. Schwierig. Gleich MAN drauf stehen lassen. So, wo habe ich denn mal hier eine Tankstelle? Oh, ganz teuer momentan. Ach so. Oh ja, nee, bei uns geht's. Heute 2,10 Euro oder sowas. Also bei uns kostet ja diesen momentan 2,37 Euro, ne? Bei uns war es gestern auch so. Bei uns war es gestern 2,04 Euro. Mich hat es gewundert, dass du vor Köln so günstig tanken konntest. Da gab's noch. Vor Köln habe ich nicht getankt, Fabi. Natürlich, noch in Fulda. Ach, das meinst du? Ich dachte in Köln. Vor Köln. Ja. Hat wehgetan. Da war es noch auf den Preisen, die da auf dem Tankschild stehen. Ey, Jani, du musst die Preise anpassen. Oh, 2,08 Euro ist hier. Warum? Da ist noch unter 2 Euro. Also Benzin oder Diesel? Ja, Box, Jani, Diesel bitte auf 2,38 Euro. Wer fährt denn mit Diesel? 1,80. Mein Vater. Hast du einen Traktor oder was? Warum fährst du Diesel? Wir haben nur Diesel zu Hause. Unser Passat ist auch Diesel. Oh Gott, oh Gott. Ist euer Tiguan nicht auch Diesel? Nein. Mein Fehler. Aber kein Diesel. Köln war cool, ja, das stimmt. Also die Gamescom war dieses Jahr etwas leer und also von den Veranstaltungen her. Auf TikTok habe ich gesehen, dass der ADAC Stand am meisten Stimmung gemacht hat. Ja, und Giants. Ja, der Farming Simulator hat auch sehr viel Stimmung gemacht, das muss ich sagen. Rechter Arm, linker Arm, Hut. Hut. Ja. Hut. Hut, Hut, Könnt ihr gerne mal zu Hause mitmachen, Nerox, sag mal an hier. Rechter Arm, linker Arm, Hut, Hut, Hut. Ich hab davon geträumt, wie Janni sich dann in eine Menschenmenge geschmissen hat, weil er diesen Hut haben wollte. Genau. Ich wollte auch so einen Hut. Ja, wir haben leider nichts bekommen. Ich habe ja aber 4 Packungen Gummibärchen rumliegen. Ich habe meine gestern gegessen. Oha. Die sind gut. Was? Hatten die andere Formen oder hatten die das nochmal? Das waren alles Säue. Schweine. Säue. Tanklöschfahrzeug PLF-AFI. Was schreibt denn der Typ da für Sachen rein? Irgendwas. Ja, der redet mit Fackel. Wenn du nach dem Bild gefragt hast, einfach auch nach so einem Hut fragen müssen. Dieser Erdbau schreibt da und irgendwelche Fahrzeuge. Aber man muss einfach alles sagen, Risi hat an dem Abend wirklich einfach alles bekommen, was sie wollte. Nicht mal, sie hat sogar das bekommen, was sie nicht wollte. Oh. Das ist richtig. Ja. Janni, hast du es mitbekommen? Risi hat einen Schlüsselanhänger einfach bekommen. Ja, ich weiß, aber sie hat sich richtig gefreut. Halt so, ich wollte ihn so haben. Einfach so. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, Mann. Das ist Hattig. Hattig? Die Gummidächen und das Polizeiauto. Ich weiß auch noch, als wir von der Giants-Mitarbeiterin dazu gezwungen wurden, an diesem blöden Controller zu spielen. Ja, der PC war so lässt, ne? Ja, die wollte sich umsehen. PC! Ecki unser Track. Die wollte unbedingt, dass Ecki Konsole tüftelt. Ja, also Freunde, ich empfehle euch nicht mit Controller irgendwie LS zu spielen, das ist ja höllisch. Das ist die Hölle. Höllisch. Ich wusste nicht mal, wie ich da rennen soll. Wie ist denn das eigentlich nochmal, so ein Tankstellenschild in der Autobahn, wo steht denn das? Steht das an der Autobahn, oder? Das steht da gar nicht. Das steht an der Tankstelle. Echt, okay. Auf der Autobahn steht nur so ein Hinweiszeichen, wie lang es bis zur nächsten sowas brauchen wir. Tankstelle ist. Ihr Realismus. Kann es mal jemand tüfteln? Ja, Fabi, los geht's. Oh, was will... Ah, nee. Fabi, weißt du, was mir gerade einfällt? Wir brauchen auch noch gar Toiletten. Gar nichts, du hast Alzheimer.
Mit so Jetzt, wo Bombs. Mitty nicht mehr da ist, wer soll denn dann meine Beschilderung machen? Ich mach deine Drecksarbeit sicher nicht. Mitty hat das gerne gemacht, ja. Ich rufe nochmal an, vielleicht kriegt man noch mehr. Ruf jetzt nicht mit dir an. Der ist doch ab und zu ruf hier im Chat. Ruf ihn auf dem Festnetz an. Ruf mal bei der Grundschule an. Oh, im Sekretariat. Ja, Mitty. Ist der Herr Sven da? Ach stimmt, ja, wieder Schule, ne? Ja. Wer hat denn eigentlich das Schild getüftelt? Das hat Flo getüftelt. Ja, Flo hat wieder nur hier die 32er Zylinder genutzt, das sehe ich doch. Super E10, 792, super, 798, Ultimate die 0102. Achso, ich wollte mal erwähnt haben, ne? Meine Eltern waren in Österreich im Urlaub und haben Super Plus für 1,76 getankt, ne? Ja, das ist hier, so viel, viel billiger. Und hier kostet normales Super 2,03 €. Mhm. In Österreich war es, wohin hier in Deutschland noch Tanker, aber war trotzdem 40 Cent billiger. 1,80 €. Also Janni, der Basta war was nicht beim Diesel. 2,40 € muss da jetzt stehen. Ja, pass an, ich soll dir die Textur schicken. Ich schicke dir jetzt die Textur. Ecky Park ist gar nicht erst mein Name jetzt auszusprechen. Fabi! Ich finde die Textur nicht. Da ist sie. Ich sag doch, wenn er das so betont, dann will er was. Das weißt du ganz genau. So, ich die... weiß das ganz genau. Ja, Rox, geh tüfteln. Ich hab's dir im Teamchat geschickt. Schade, dass ich zum Teamchat. Schade, dass ich zum Teamchat keinen Zugang habe. Oh, das ist wirklich schade. Ich guck jetzt mal. Wie, du hast keinen Zugang mehr. Warum steht da eigentlich eine 7? Ja, das soll, glaube ich, eine 1 sein. Das ist irgendwie hässlich. Okay, warte. Jetzt muss ich mal gucken. Hallo Sosi Mollinger, hallo zurück. Jetzt gehe ich wieder auf der Herr Ergamic-Video. Schönen guten Namen. Janni, ich tüftel dir da jetzt was. Für was? Ich passe dir die anderen Preise an. Achso, heftig. Achtung, gleich steht da 5 € oder so. Was ist Ultimate Diesel? Keine Ahnung. Oh, 2,13 €. Was ist Ultimate 102? Wissen nicht. Ultimate 102. Was ist das? Was soll das sein? Wie heißt denn diese Schriftart nochmal? Keine Ahnung. Matrix? Nee, macht Fackel das jetzt Matrix doch? Ist so Punkte, das nein, Zeugs. Ich will was gucken. Nein, warum gibt's denn hier keine 4? Bus, Bahnschrift? Nein, Bahnschrift nicht. Fackel, okay, dein Typ, mit dem du dich unterhältst, hat schon wieder irgendein Fahrzeugnamen reingeschickt. Ich unterhalte mich doch nicht. Mercedes Sprinter 313 CDI LGF Logistikfahrzeug. Ich glaube, nein. Ich glaube, der will, dass du das alles tüftelst. Ja. Also ich bin jetzt erstmal raus, ich pack jetzt mein Zeug und dann komme ich zu dir, okay Schatz? Oh. Tschüss, bis dann. Bis dann, ciao. Tschüss. Kommt die Mittelweg im LS22 zum Download vielleicht? Vielleicht aber auch nicht. Ist so. Ecky, dein Einsatz, ja. Solo singen. Was, wir singen? Was? Ja? Ecky kommt gleich wieder mit seinem Sprichwort um die Ecke, Achtung. Lass dich überraschen. Oh. Wie lange ist das letzte Mal her, wo ich diese Sache eingeblendet habe? Weiß ich Monat. Nicht. Genau. Monat. Wollen wir das nochmal machen, bevor Ecke weg ist? Bitte lasst uns ein Abo da. Das auch. Also das klang jetzt echt depressiv, Alter. Der arme Ecke. Also wer noch nicht abonniert hat, gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und vielleicht auch bald die neuesten Mods im LS22 zu erhalten. Ja? Wenn du noch schneller redest, versteht man dich noch besser. Ja, also ich verstehe. Ja, meine lieben Freunde. Also, wer noch nicht abonniert hat, also ich wollte jetzt wieder auf ASMR hinaus, ne? Und schaut doch gerne mal auf unserer Seite vorbei. sosi-modding.com folgt uns auf YouTube. Beides. Discord. Beides, ne? Insta, wo sind wir noch vertreten? Ach genau, und auf unseren Discord vorbeikommen. TikTok, Insta, Discord, YouTube, also KingMods, ModHub. Was gibt's noch alles? Ihr seht gerade auch nochmal die wunderbaren Twitter, Social Twitch. Media Einblendungen hier, ne? Twitch. YouTube, Discord, Twitch. Insta, alles. Warum Twitch? Wir haben keinen Twitch. Haben wir aber. Twitch. Haben wir aber. Haben wir aber, dann machen wir nichts. Wir haben Twitch? Ja, hat Fackel mal erstellt. Um irgendeinen Typen zu folgen. Ja. Lisatan? Nee. Nein. Ah. Jetzt soll mal wieder streamen, bitte. Eure Seite ist. Und was? Unsere Seite ist kaputt? Seit wann das? Nein. Nein. Bei mir geht's, ne? Die ist nicht kaputt. So sie Modin geht, so okay, sie. Okay, dann. So sie Link geht auch. Geht alles. Ich glaube, du bist kaputt. Oder ist Stadtwaldstätten kaputt? Ja. Oder DE geht nicht mehr.
Ach, die E wird wahrscheinlich nicht mehr das, funktionieren. Nee, es ist eine Weiterleitung eigentlich. Müsste gehen. Oder ist die ausgelaufen? Nee, nee, das haben wir. Stadt das, minus, nee, geht. Das leitet, also sosimodding.de leitet weiter. Sosi-modding.de. Das leitet weiter. Das geht alles. Ich glaube, du bist kaputt. Ja, ja geht auch. Der Playmo-Haus-Kanal 1110. Ich glaube, du bist kaputt. Hey, 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 Flo. Oh. Hallo, Flo. Flo? Wo? Flo? Ich brauche dich nachher noch mal im Channel. Du wirst nachher missbraucht, geh hab nicht rein. Flo, mach dich fertig. Sie müssten mal zur Minute 47 zurückspulen, da hat Nerux über dich gelästert. Hast du die Zahl wirklich gemerkt? Ja. Hab ich nicht. Aber auch irgendwo weiter noch davor hat der auch schon über dich gelästert, über deinen RT und so. Nein! Hallo! Nein! Ich bin kleine Lästerschwester, Achtung. Ich muss nochmal mit Flo über den RT sprechen, weil ich nicht mehr weiß, wie da der aktuelle Stand war. Ah. Bin nur mit zu Hause. Okay, tschüss. Oder bleibst du hier? Scheiße. So, okay, jetzt kannst du weiter. Ich glaube, der ist noch da. Der ist nur nicht zu Hause. Der sitzt gerade. Was macht denn der eigentlich? Achso, der sitzt beim Friseur und guckt Dosi wahrscheinlich. Okay. Ja, das kann natürlich sein. Sowas mache ich auch immer. Echt? Wait, also, what? Hä, also ich unterhalte mich. Manchmal sitze ich auch irgendwo und guck mal ein bisschen Dosi oder so. Hä, warum? Also, wenn gerade Livestream ist oder das so. Ist immer voll schwierig, mit der Friseuse zu unterhalten. Nee, ich mach das nicht gern. Friseuse klang jetzt aber abwertend. Hä, das heißt aber so. Ich mag das nicht. Die weibliche Form von Friseur ist Friseuse. Friseuse, ja. Friseur und Friseuse. Ist irgendwie Friseuse in oder so? Nee, nee. Nein! Friseuse in. Kannst du gerne googeln. Fabien. Fabien. Fabienne, oh ja. Hast du mich nicht mal so auf Snapchat eingespeichert? Das ist immer noch so, das habe ich nie geändert. Und dann suche ich immer Fabian und dann dachte ich mir, ah ja. Deine Klassenkameraden haben dich irgendwie gefragt, warum Fabienne einen Jungen als Bitmoji hat. Oh. Ja. 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 Jedes Mal, wenn ich dir was schicken will auf Snapchat, gebe ich immer Fabian ein und dann fällt mir ja wieder ein, ah, ich habe dich ja Fabian genannt. Perfekt. Ah, mein Fehler, ah. Ja, ich müsste dich das mal umändern. Ah, schade, ah. Du bist damit bei mir mit Vor- und Zunamen eingespeichert, ja? Benny und Fuck, jetzt sind bei mir mit Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertnamen eingespeichert. Perfekt. Viertnamen? Was habe ich für einen Viertnamen? Eier, Lu. Ma, in Anführungszeichen, Fackel, wie? Uff. Okay. Und als Unternehmen steht da so, Simon Ding. Als Unternehmen auf Snapchat. Okay, Janni. Nee, in Google-Kontakte. Soll ich noch wir mal? Wir nehmen jetzt die Spritpreise so. Von Eu Mittelberg. Eu, was ist das denn? Es ist Österreich, das kannst du nicht bringen. Flo schreibt mir, es ist schon kein, auf der Heimweg. Es gibt kein anderes Mittelberg. Ja, letztens bin ich bei mir durch die... Letztes bin ich bei mir durch die Gegend gefahren, auf einmal gab es so eine Straße, die hieß Mittelberg. Okay, dann nehmen wir Waldstätten. Welches? 7355 oder 893? Ist ein Stadtteil von Höpfingen. Ah, ja, das steht hier nicht. Ah, nein. Ich mache 735. Weil deine Postleitzahl fängt auch mit 7 an, oder? 74, ja. Ja, dann macht das Sinn, 73. Und diese Musik. Frage an den Chat, gefällt euch diese Musik? Mir nicht. Die Musik ist scheiße, Janni. Diese. Du bist nicht gefragt, der Chat. 2,20 Euro. Ich bin nicht kaputt. Doch, wenn die Website bei dir nicht lädt. Also um welche Website geht es denn? Wir haben ja mehrere. Ja, zu viele. Ja, das ist richtig. So, ich hol mal den McFuxi rüber jetzt mal hier. Aber eigentlich müssten sie alle funktionieren. Ja. Wäre mir neu, wenn da was nicht geht. Oder deine IP wird halt irgendwie als nicht sicher angesehen. Musik 1 von 10, danke. Hast du gute Musik rausgesucht, Jani? Hast du gute Musik rausgesucht? Glaube ich auch. Was läuft denn da? Scheiße. So ein 2019 Best of NCS. Geht 2 Stunden. Ach du meine Güte. Also sind wir mal ehrlich, NCS war auch mal besser. Ja. Gerade, ja. Also vorhin ist irgend so eine Indermusik gelaufen. Das war auch richtig. Oh! Das ist schön. Das ist doch Fackels Lieblingsmusik. Premium Diesel. Premium Diesel, okay.
Ey, yo, 2,40 Euro. Nee, Rolf, dann musst machen du weg. Machen wir 1,41. Warum? Ja, aber dass du rechtzeitig nochmal Bescheid sagst. Ja, weiß ich nicht. Mir wurde noch nicht geschrieben. Okay, ganz gut. Weil dann brauchen wir dich nochmal. Was geht denn auf Discord ab? Mod-Vorschläge. Nee, bitte nicht. Wir machen mit bei. Was ist Ultimate 102? Ich habe keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Das gibt's hier nicht. Bin wieder da, habe ich was verpasst. Weiß ich nicht. Und Palästina rein. Ja, das. Hallo. Ich finde es auch gut, wie niemand mit uns reden will. Ja, ich komme nicht. Bello war eben da. Ja, die machen da oben wieder ihre Party im Channel, ja? Die sind ja frech. Die sind frech, ja. Frech. Frech, frech, frech. Die beiden Städten stürzt ab. Ah, nee, da ist sie. Ey, Nerox, weißt du, was heftig ist? Was auf dieser neuen Platin-Map, da kann man mit der Achterbahn mitfahren, wenn man die gebaut hat. Das heißt, wir können auch Seilbahn mit Funktion tüfteln. Weißt du, wie oft Ecki das jetzt schon von mir und dir gehört hat? Das ist trotzdem heftig. Das ich sehe uns ja. Ich sehe uns da ja an der Straßenbahn, ne? Oh ja. Wo ist denn jetzt eigentlich dieser Rasthof auf Waldstätten? Ich kenne mich hier nicht aus. Oben rechts. Werden die Preise eigentlich im Brutto oder Netto angegeben? Ja. Gibt einen Rastplatz auf der Waldstätte. Also schon plus Steuern okay. etc. Da hinten. Okay. What? Ah, da. Nee, doch, ja. Hier. Da. Ja, nee, da. Das ist dezent verzögert. Nein. Achso, ja. Ja, hier ist aber kein MacFix, die wird ja extern geladen. Ja. Och, sag das doch. Janni, der MacFuxi wird extern geladen. Ah, Rastplatz heißt die 3D, glaube ich. Waldstätten. Wo für XMLs, Blazables. Gibt's hier einen Rasthof? Nee, Riversee. Nein, ich glaube, die ist unter, Was ist das denn? Mann. Nicht unter Blazables, sondern. Was ist hier eigentlich alles angepinnt? Weiß nicht, wo es ist. Locations! Locations? XMLs Locations? Warum ist hier alles mögliche mein Schnellzugriff angepinnt? Das wollte ich nicht. Das nervt. Egal, so hier Rasthof, Rathaus, Rastplatz. Was sollen wir, was für eine Pizza im LS22, hä? Könnt wie, ihr wie, Pizza wo, was? In LS22 machen? Eine Salami-Pizza mit Käse, aber nicht zu viel Käse draufballern. Kannst du dir bei Piccolo bestellen, die Pizza? Ich glaube, der weißt hat. Weißt du, eine Pizza, die man fahren kann? Oh ja, bitte. Ach du Scheiße, die Toastbrötzeiten kommen zurück. Das Toastbrot 2.0. Der Discord wurde ja leider von Fuxi gelöscht. Leider. Zug von der Waldstätten wegen Animation. Ja, Flo, das habe ich doch vor. Warum schreibst du mir eigentlich privat? Er hat Angst davor. Ich glaube auch. Oder hat ihn jemand aus dem Live-Chat gebannt? Ja, ich. Achso, okay. Ah, hier ist der Rastplatz. Das ist der von der Mittelberg, oder? So ungefähr. Ja. Da ist der McFuxi. Naja, der Rastplatz ist neu gemacht. Brauche ich den ganzen? Ich brauche den ganzen. Okay, dann exportieren wir uns jetzt. Den klauen wir einfach. Oder? Ich hoffe, Nerox zeigt mich nicht an. Ja, eine Pizza in LS22 machen, welche man kaufen kann. Wird es eine BF und eine FF geben oder mehrere FF? Auf welcher Map jetzt? Auf der Mittelberg gibt es eine FF und eine BF. Eine BF Mittelberg und eine FF Waldstätten. Jetzt ist Ruhe. Jetzt singt hier jemand was von Slips. Hä? Oh nein! Was? Nee, Rox, ich hab Kacke gemacht. Ich hab anstatt dem MacFuxi i3D die Map i3D importiert. Profi. Das ist nicht gut. Oh, das könnte jetzt ein bisschen Oh, ein bisschen hell hier. Jetzt gibt es zwei Sonnen. Oh, oh.
DXT5 mit Mipmaps? Was? Warum DXT5? Ja, aber das ist ja ausgewählt. Hey, DXT1. Was ist das für ein DXT1? DXT1 ist ohne Transparenz. Ohne Mipmaps, ne, mit. Ja. Mit. Sonst gibt es Testrenner Probleme. So, der MacFuzzi, der Rastplatz kann weg. Da, der guck. MacFuzzi kann weg. Oh, dann schauen wir uns an, was wirklich getüftelt hat. Die Tank-Ticks. Also, gucken wir uns mal. Reise von Waldstätten. Was? Die Reise nach Jerusalem? Hä? Reise von Waldstätten. Okay. Aber die sind das so die Preise. Das so der Durchschnitt. Die Preise, nicht da gibt's die Reise. Mehrere okay. Preise. Also, schauen wir uns das mal an. Ich habe so die Mittelwerte gemacht. Und diese Ultimate 102 ist komisch. Was für 2 Euro 2 hoch 4? Es gibt nur hoch 9 eigentlich. Nein. Hä? Also ich nein, da gab es Unterschiede. Hä? Ich habe noch nie was anderes gesehen, außer hoch 9. Frage an. Oh, hier ist wirklich alles hoch 9. Frage an ja, damit es weniger aussieht. Ja. Frage an den Chat: Habt ihr schon mal eine Tankstelle gesehen, wo was anderes als hoch 9 steht? Ja. Natürlich. Das wäre mir neu. Oder? Nein. Nein. Wo denn? Hä? Ah, hier, hoch 4. Hä? Hemm. In LKW-Diesel. Ja, toll. Das ist aber eine dezente Ausnahme. Bioethanol gibt's nicht. Okay. Könnten Sie bitte trotzdem hoch 9 überall machen? Ja, kein Problem. Perfekt. Ich hab Durst. Hab ich hier noch Wasser? Nein. Doch. Ein gutes Soda-Stream. Ich habe meine Flasche gestern mal ausgewaschen und jetzt schmeckt das Wasser wieder frisch. Will gar nicht wissen, wie lange du es vorher nicht ausgewaschen hast, dass es mal nicht frisch schmeckt. Ja, schon vor allem anderthalb Wochen, während ich im Urlaub war, darum, ne? Mit zu einer Flasche und so, überhaupt nicht ausgedüftet. Es hat ein bisschen komisch geschmeckt irgendwie. Dann habe ich es mal ausgewaschen, jetzt schmeckt es wieder. Lecker, lecker, lecker. Aha. Sollte ich öfter machen. Fackel? Moment. Würde ich im Original sogar fühlen. Was würdest du fühlen? Vielleicht sogar ein bisschen mehr als die... Ja, nee. Mach dir Einsätze auf Mittelberg. Also ich weiß nicht, ob wie lange du schon bei uns dabei bist, ja. Aber die Mittelberg gab es ja auch schon im 19er und alles, was im 19er dabei war, wird es auch wieder im 22er geben, natürlich. Nur noch besser. Warum hast du mir 2 Sachen geschickt? SS, okay. Er hat dir was geschickt. Was, U? Fühle ich. So, finde ich echt nicht schlecht. An, klar, Passat unübertroffen, aber das knallt auch schon ordentlich. So, dann hier, Tanktex. Gucken wir mal, was Fackel gedüffelt hat. Einsätze wie Manf oder Großbrände, nee. Oh ja, wäre aber mal richtig heftig. Muss man gucken. Was denn? Manf Einsätze oder aktivierbarer Manf auf der Mittelberg. Das wäre schon cool. Oh, alles 2 Euro was hier. Was ist das? Ja, es gab auch einen Preis, der unter 2 Euro war, aber das war mir zu unrealistisch. Meinst du, was ein Manf ist, oder was? Ja. Oh. Einsatz, wo sehr viele Leute am Arsch sind. Am besten einen großen Wald. Nein, nicht unbedingt sehr viele. Es gibt... Ach, sowas machen wir nicht. Es gibt... Doch, das wäre mal heftig. Wann kommt das nächste cool. Feuerauto und was wird es? Das nächste Feuerwehrpack kommt dieses Jahr und es wird ein Feuerwehrauto sein. Heck? Heck? Was? Das nächste Feuerwehrauto. Das kommt dieses Jahr und es wird ein Feuerwehrauto sein. Achso, ja. Also ein kleinen, es gibt hier einen kleinen Waldbrand, da kann man, im 19. da konnte man da aktivieren, da brennen so ein bisschen die Bäumchen unten. Aber großer Waldbrand kann man schlecht umsetzen, das sieht ja, wenn man große Flammen oben drauf packt oder so, das sieht meistens kacke aus. Ja, viele einzelne halt. Also Flo hat mir schon wieder geschrieben. Flo hat, okay. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Hier einfach, guck mal hier. Hoch 5 und hoch 0 einfach. Diese 72 Cent hoch 0, genau. Aus welcher Zeit kommt das Bild hier, bitte? Alter. Das kommt definitiv nicht aus den 2000er Jahren, das ist älter. Eine Frage, warum auf dem Mittelberg immer die Waldwand immer klein? Warum war auf dem Mittelberg immer klein? Was? Okay, verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber okay. Warum war auf dem Mittelberg immer die Waldbrand immer klein? Ich glaube, der meint, dass die Waldbrände eben zu klein sind. Ja, warum war das so? Ja, weil es in MLS nicht noch nicht gut umsetzbar ist, weil es dann scheiße aussieht. Wenn du da große Flammen drauf packst oder so.
Nicht große Flammen, nur einfach in jeden Baum eine. Ja, das gibt's ja. Einfach in jeden Baum eine. Ja, aber so auf der ganzen Map. Ja, genau. Nicht an fünf Bäumen. Ja, genau. Ja, also ich wenn auch Barbys Grafik gerade. Ja, nee, Rox, wollen sie nochmal. Warte, warte, Ecki. Ja. Gut. Ja. Hier hast du ja die gerade genannt. Wenn. Wenn, okay. Wo lebst du denn ja genau? Wenn, dann jetzt. Ja, es ist da. Also wenn, dann jetzt. Viel Spaß. Das ist schon da. Okay. Also meine Freunde, herzlich willkommen zu dieser Werbesendung hier. Wir müssen ja immer Dauerwerbesendungen dazu sagen. Wenn wir irgendwelche Werbung machen, ja. Und Fabian, du hast jetzt gerade nichts zu sagen, ja? Doch. Dankeschön. Nein, also Freunde, falls ihr einen ordentlichen Serveranbieter sucht mit ordentlichem Support und ordentlich Leistung, dann geht gerne über unseren Link in der Videobeschreibung auf unser G-Portal-Profil. Dort erlangt ihr durch diesen, durch das Anklicken dieses Linkes nochmal 10% Rabatt, den ihr aber auch einlösen könnt, falls ihr schon einen Server habt. Einfach den Server erneuern und dann erhaltet ihr 10% über unseren Link in der Videobeschreibung oder einfach unseren Partnercode SOSI verwenden, den QR-Code scannen oder sosi.link/chipportal eingeben und somit gelangt ihr schon auf die Chipportal-Seite. Also viel Spaß damit und Dankeschön. Bitte. Hast du gut gemacht. Wie schön. Dankeschön. Ich kann das mal besser. Du versuchst über Fachbegriffe zu benutzen, die dir nicht einfallen. So, erlangt ihr. Ja, in echt. Ja, weil ich das schon ewig nicht mehr gemacht habe. Der Ganze. Der die ganze Gans brennt. Und nicht noch Baume. Ja, wie gesagt, ich kann von mir aus, wenn du es wünschst, dann kann ich hier so einen großen Feuerball über einen Wald setzen, aber das sieht auch scheiße aus. Oh ja. Ja, also so ein Komet, der von oben kommt. So ein Minecraft-Gasspawn, der also, da so ein Feuerball im LS-17 gab es so ein platzierbares Objekt im Mods-Hub, da konnte man so ein UFO platzieren. Das ist nachts immer geleuchtet. Oh, ja. Das Fackel. Ist heftig. Ja. Das ist ausnahmsweise mal ein Concept-Skin, der einigermaßen geklappt hat, ne? Mich wundert sowieso, dass du ein Concept machst. Also, ich hab ja, also es ist ja gleiche ja, Automarke, es ist, also... Ne? Von den Aerodynamik-Shapes ist es ja in etwas ähnlich. Naja. Als wenn du jetzt, keine Ahnung, VW und Audi oder so. Willst du einen Audi-Skin machen? Nein. Ja. Ich hab nicht mal ein Audi. Doch, bestimmt irgendwo. Nein. Doch vielleicht. Ecki, welchen? Ich hab auch einen. Welchen? In meinen Träumen. Ja. Nee, ich träume mich von Audi. Wie sieht's denn eigentlich aus? Ist Bennys Auto mittlerweile da? Ja. Das ist in Kassel. Oha. Hat er's schon? Nee, es muss zugelassen werden. Ah. Oh. Eigentlich sollten die das machen, aber ja. Haben sie einfach mal nicht. Ja, BMW halt, ne? Die waren ein bisschen komischer. In echt brennt der ganze Wald und nicht noch Barbaume. Bei uns sind Dieselpreise derzeit 69 Cent. Ja, wo lebst du denn? Wo wohnst du? Schick Adresse, ich komm zu dir. Also ich weiß, ich komm also mit einem Tanklaster. Meine lieben Freunde, ich bin weg. Tschüss. Ich biete mir einen Tanklaster und komm zu dir. Also ich glaube, du hast da so ein bisschen... Ich glaube, du sollst dir mal eine Brille zulegen oder so. Da steht safe noch eine 2 vor. Ja, oder eine 3. Ja. Oder eine 4. Erzgebirge, sagen wir es mal so. Ja, genau, mitten auf dem Berg kostet das so weniger. Wahrscheinlich auf den Bergen oder so kostet es immer am meisten. Weil man es halt schwer hochbekommt und so, aber gut. Erzgebirge in Deutschland? Feuerwehr hat... Ach so! Wahrscheinlich meint er, dass er bei der Feuerwehr irgendwie nur... Die Feuerwehr irgendwie so einen Spezialpreis hat oder sowas. Also sag, also wenn die ja, das kann sein. Hast du nicht eine Kennleuchte, dann steck mir die aufs Auto und sag mit Feuerwehr, dann sag ich auch. Sag ich auch für. Ich packe oder so eine orangene Kennleuchte, die musst du mal umfärben gehen. Ja. Das geht's ja, mit aus Wasserfarbe. Aus dem guten alten Golf. Könnt ihr alle Autos von Sosi Shop Kategorie zeigen? Soll ich? Kategorie. Ja, bitte. Gut, dann kannst du ja. Na gut, dann beenden wir jetzt den Giants-Teil und gucken noch ein bisschen unseren LS an. Ohne Ton. Ja. Gut, aber dann speichern wir mal hier, ne? Der McFuxi steht.
Es ist richtig, hier... es ist aber nicht animiert. Halt, Moment mal. Was Lukas? Denn? Fabi? Wer hat bei dem den Straßenmeister-Skin hinzugefügt? Ich überlege. Bei wem? Moment. Das warst du. Ich? Wo? Bei welchem? Hier, da. Bei... Hä? Und was geht's denn überhaupt? Klick mal auf das Ding, wo das Bild von dir und der Frau im Zug ist. Dann scrollst du da runter. Ja. Dann war da Skins. Den einen habe ich jetzt gerade abgehakt. Ah, ja, das kann sein, dass ich den reingeschrieben habe. Ich weiß aber nicht mehr, warum das war. Okay. Okay, Doki. Was? So? Darüber reden wir jetzt nicht. Da machen wir uns rechtlich strafbar. Möglicherweise. Möglicherweise. Herr Flo ist doch zu Hause. Janni, willst du vielleicht mal starten? Ja, ich habe das gerade, gerade nur kurz weggemacht. Was ist denn das jetzt? Weil ich auf dem Desktop war. Ach so. Dann sieht man das ein bisschen weniger, was ich da alles rumfliegen habe. Du bist im Intermission Screen. Ja, ich weiß. Ich habe aber schon die umgeschaltet. Ich sollte irgendwann ankommen. Na jetzt, ja. So, ist immer noch. Meinen... Ah, jetzt. Join our Discord. Steht das da? Stimmt. Steht es da oder liest ihr es vor? Das stand da. Ich habe die Einblendung gerade nochmal kurz aktiviert. Die kommt normalerweise alle 15 Minuten. Okay, Moment. Welcher Profi hat da geschrieben? Follow our Instagram. Warum? Das heißt follow us on Instagram. Hallo. Das ist ja nicht unser Instagram. Doch. Doch, Insta gehört uns ja. Kannst du nicht von Deutsch ins Englische wörtlich übersetzen. Doch. Sorry, I become a girl. Oh, ja, Fabi. Ja, merk selber, ne? Schwierig, ne? Früher immer im Englischen direkt I become a Brett. Ja. 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 So hat jeder mal angefangen, glaube ich. Ach, lol. Seit wann ist unser Discord-Icon wieder so? Seit heute. Ja. So, gucken wir uns das wirkt so anders. Ist es ja auch. Passt das G-Portal da unten eigentlich irgendwie? Fackel? Wolltest du dir nicht den ID-Bus holen? Als 3D-Modell? Den Putz. Nein. Oha, hier stehen sogar Autos. Die Tankstelle ist noch nicht eingetragen. Werdet ihr einen DLK, wie oft wollt ihr noch nach einer DLK fragen, Leute? Ist recht irgendwie. Ja, wahrscheinlich neu dazugekommen oder so. Ja, aber es wird in jedem Stream wird irgendwie gefühlt 20 Mal gefragt. Ah ja, dann schreiben wir jetzt halt in unseren Team DLK, in unseren Chat DLK kommt nicht oder so. Warum hat das MacBooksy Ding hier eigentlich keine Türen mehr? Wo sind die Türen hin? Brauchst du nicht. Ja. Und die Texturen sind auch kaputt. Okay, das ist so ein bisschen was schiefgegangen beim Exportieren. Auch gut. So, dann gucken wir uns mal die Soße-Kategorie an. Was haben wir denn hier schon? Den DRK Anatal Fatec. Wollen wir uns den anschauen oder nicht? Ja. Echt? Okay. Ist Flo gerade da reingejoint? Ja. Echt? Krass. Obwohl, ne, den hast du den anderen Fatec? Den normalen Kassel? Ja. Ja. Gucken wir uns den an. Ich glaube, da Video. Ist mehr Innenausbau. Ich weiß noch nicht, ob ich die neueste Version habe. Ja, doch. Hast du. Ja, da ist ja die Kennzeichnung. Oh, es ist sogar schon mit Light Extension ist die Version hier sogar. Ja, dann ist es die neue. Was kann denn die so? Die kann Hexer? Nee, die kann alles. Die habe ich nicht von gestern. Oh. Die ist schon ein bisschen älter. Dann ist es eine alte Version. Ja, Innenausbau ist aber schon drin. Das hat eiert. Ein bisschen. Ja, das ist eine alte Version und schön. Bin halt auch erst seit heute wieder auf eurem Kanal. Okay, interessant. Hast du auch schon schön abonniert hier, ganz wichtig. Boah, simpel mit animiertem Türgriff. Bevor die Frage kommt, nein, das kommt nicht zum Down, das ist ein Privatmod. Und Fabi hat hier mit dem Skin gefuscht. Ja. Ich hab nicht gefuscht, der, weißt du,
liegen halt 3-4 Monate zwischen Capskin und Aufbauskin auseinander. Ich meine jetzt diesen kleinen Strich hier im Weißen. Das solltest du gleich im Stream sehen. Ja, ich muss den ja eh neu machen. Achso. Boah, wow, fuck, jetzt heftige Flaschen hier hinten. Mit der coolen Animation von der Tür, ne? Das habe ich schon vor 1-2 Jahren. Was hast du da? Ist es der mit Skin, also wenn es der mit Skinned Mesh ist, dann ist es die neueste Version. Ja, aber die habe ich nicht erst gestern runtergeladen. Die ist schon ein paar, ist mindestens eine Woche her. Ja, das stimmt. Ja, hier der heftige Güter. Also du kannst ja gerne mal auf die Texturen draufzoomen, die man nie wieder sehen wird, obwohl ich sie gemacht habe, Ed Lukas. Welche Texturen meinst du? Da stehen Adressen drauf. Aber da gelassen, oder? Ja, aber keine echten. Meinst du die Gasflaschen oder was? Nein. Auf die, das Gelbe da. Hier, da, die, hier, wie heißt es nicht? Pax-Organizer. Hä? Nein. Ja, so. Auch. Pax und. Treffen halt weg. Hier. Wie heißt's? Handschuhe. Handschuhe. Ah, stimmt. Wie komme ich denn da am besten? Ich bin im Dach. GS Camera Force. Scheiße, ich werf da unten den Fahrtag durch die Gegend. Dann mach aus. Ich bin halt geworden, ja. Ja, das ist so ein Mod, der ist immer an. Jetzt steckt die Gegend. Ja, drück doch mal F12. Ja, das hat den Mod habe ich nicht. Das ist so ein Mod, der einfach dauerhaft stark macht. Oha, alles ist schlecht. Alles einfach halt geworden, ja, sowieso. Die guten Nitril Soft Blue Handschuhe von Braun. Kaufen Sie jetzt. Ja. Über unseren Link, der nicht in der Videobeschreibung ist. Mach jetzt keine Werbung dafür. Oha, das ist sogar auch ausgefüllt. Imagine, wir haben eine Werbepartnerschaft mit Braun Handschuhe. Ja. Das ne? Sie wollen komplett schwitzige Hände am PC bekommen? Ziehen Sie diese Handschuhe an. Ja. WhatsApp. So, hier ist nichts drin, okay. Hat das Ding Umfeld beleuchtet? Ja. Wenn du die neueste Version hast, ja. Dann nein. Weil, über welche Taste geht das? F. Ja, nee, das geht nicht. Rückwärts fahren. Rückwärts fahren? Ja, oder rückwärts fahren. Hä, warum geht das bei rückwärts fahren an? Ja, bei F ging gestern auch nicht. Weil das so ist. Okay, dann bei rückwärts fahren geht die Umfeldbeleuchtung an, gut zu wissen. So, verkaufen wir mal wieder das Ding und gucken uns das nächste Ding an. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Wir haben hier ein BMW X3. Wollt ihr nicht Nerox irgendwas von mir? Der ist, ja, Ecke der ist leider verhindert. Ja, der muss leider weg. Du sollst einen RT-Skin machen, hat er gesagt. Oh, Feuerwehr Rottgau. Warum soll ich den machen und nicht du? Weil du besser skinnen kannst als ich. Ah, okay. Und ein schönes Kennzeichen. Und da hinten, und ich glaube, dieser X3, ich weiß nicht, aber das ist, glaube ich, schon ein bisschen altes Ding, ne? Dieser X3, der ist zu uralt. Ja. Der Mod. Dann haben wir hier noch einen X7 mit Anhängerkupplung. Maschallah, den gucke ich mir jetzt an. Hallo, da musst du dann den Polizeianhänger dranhängen. Ah, der Polizeianhänger, den gibt's auch noch. Oh nein. Wo gibt's denn den? Diverses. Da. Standard. Ja, Standard 2, geile Reifenvariante. Den hole ich mir direkt mal. Kannst du mal einen RTW zeigen, der zum Donut kommen wird? Nein, kann ich nicht, denn es wird keiner zum Donut kommen. Also bisher gibt's keinen und geplant ist auch noch keiner. Aber das kann sich selbstverständlich noch ändern. Wir haben hier noch ein bisschen Zeit. Ich soll zum Motto genau, zu sagen, ob wer ist. Donut oder nicht. Also Bayern okay, ist. Der Fahrzeug, der ist befragt und wird auch nie zum Donut kommen. Der X3, den gab es im 19er Mal, ist jetzt im 22er Mal rübergeholt worden, aber nicht, sondern nicht fertig und wird nicht zum Donut kommen erstmal. Also der X7 auch nicht, den ich hier gerade fahre. Fenno! Der wäre Geld zum also Donut, der X3, okay. Der X3, der ist von Dumper, da müssen wir mit denen reden, ob der zum... Die noch? Nee, Moment, da ist eine Tarot-Textur drauf, der kommt nicht zum Download. Generalflasche. Ist animiert. Ich weiß nicht, ob die mal so für Konsole rauskommt. Nein, kommt sie nicht. Nein. Ja, hier fahre ich zu der Anhänger, sogar mit Simpel. Ja, da ist nichts drin. Das ist richtig. Aber Moment mal, da ist ein Dynamic Mount Trigger drin, also theoretisch kannst du irgendwelche Kisten mit Polizeiskin oder so reinstellen. Dynamic Mount Trigger. Was sind denn Dynamic Mount Triggers? Wenn du da eine Kiste reinstellst, wird die beim Fahren automatisch fixiert, ohne Spannungsbrüche. Art Autoload. So, gut, dann haben wir jetzt den X7 und den Polizeianhänger auch noch gesehen. Was haben wir noch? Wir haben hier noch einen zweiten weiteren Fahrzeug im Werksdesign mit ohne Blaulicht. Mit ohne. Mhm.
Mit ohne. Und ohne Innenausbau? Der ist ein bisschen alt, glaube ich. Ja, das ist eine ganz alte Version. Aber müssen wir aufpassen, dass Ecke auch den richtigen Buddy dann nimmt. Und dann haben wir hier noch einen Ford Cougar, der zum Download ist. Den findet ihr auf unserer Website. Hat das jetzt mit Ecke zu tun? Die kennt ihr, soweit ich weiß, alle. Ecke? Habe ich Ecke gesagt? Mhm. Hat die öffentliche Variante des Cougars auch ein DRK-Design? Nee, der DRK-Skin, den habe ich für Felix gemacht. Achso, okay. Also die Version findet ihr nicht zum Download. Ihr findet auf der Website eine Version in Zivil und mit Feuerwehr. Der S-Max, der ist auch privat. Klasse. Der ist da schwillfarbig. Zeig den nicht. Ja, okay, ich habe jetzt schon wieder raus. Genau, der ITW, der ist auch da. Die sind hier, Korn. Den gibt es sogar in farbig tollem Concept-Design. Finde ich echt cool. Hat was. Du zeigst jetzt den Concept. Oh, Mensch. Okay, also Dings, Fenno will, dass wir uns den ETW angucken, dann gucken wir uns jetzt den ETW. Der hat keinen Innenausbau, fertig geguckt. So, da ist er. Hat der Blaulicht? Der hat Blaulicht. Ja, aber keine Light Extensions, glaube ich. Nee, doch hat er. Meine Kennleuchte blinkt nicht, das heißt, er muss Light Extension haben. Das ist traurig. Wer schreit denn jetzt hier rum? Der ITW ist irgendwie ziemlich klein. Kommt mir so vor. Aber der ist auf jeden Fall auch heftig. Nur halt noch ordentlich links nicht fertig, ne? Wann ist das letzte Mal daran getüftelt? Vor einem halben Jahr oder so? Oder noch länger? Vor einem Jahr mindestens. Ja. Irgendwann kommt das war noch letztes Jahr. Aber der kommt auch nicht zum Download. Den will Fackel nochmal neu tüfteln. Den drin ist halt einfach mal nichts da. Hat was. Tüftelt Fackel nochmal. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier nochmal ein Fahrzeug, den wir gerade hatten, das Vito NEF. Ich weiß nicht, was ist denn das? Ist der Vito überhaupt auf Win? Das ist der ganz alte, den brauchen wir nicht zu zeigen. Ach, es ist doch der ohne Light Extension. Das ist die Testversion von mir. Dann haben wir hier den MAN TGS, auch sehr spannendes Ding, was Benny irgendwann mal angefangen hat. Warte mal kurz, den kann ich ja noch Felix schicken. Wen? Den MAN? Ja, ist ja von ihm. Mit dem ist ja nichts fertig. Ah, die Comet S sehen irgendwie ein bisschen interessant aus, muss ich sagen. Was für eine DLK soll ich zeigen? Wir haben keine DLK. DLK denn? Wenn du jetzt von der Iveco sprichst, die habe ich nicht mehr. Nee. Die hat niemand mehr. Nee. Die hat keiner mehr. Die habe ich noch. Oh. Die sind LKWs. Lukas wag es nicht. Die sind LKWs? Ich schau mal nach. Also das ist keine richtige DLK. Nee, ich hab das ist nicht. Also das war ein Testobjekt. Okay? Das war ein Testobjekt. Fabri, du sollst Fenno den MAN auch schicken, bitte. Ha? Du sollst den MAN auch Fenno schicken. Nein. Ah, da gehen sogar die Blinke, das Zeigverlicht aus, wenn man blinkt. Krass. Ja, natürlich. Auch ein sehr schönes Ding, kann man definitiv was draus machen. Das Kennzeichen. Gut. Ich kann nur hier nicht einsteigen, auch gut. Oh, das Int, ja. Schön. Hat das Ding. Hat sogar dicke Witz. Heftig. Ja, was haben wir noch? Ich finde den Bildschirm traurig. Wir haben das LAF. Das gibt es natürlich auch zum Download. Wir kennen es und lieben es. Das brauche ich glaube ich nicht zu zeigen. Dann haben wir hier noch mit zwei Sprinter. Ich weiß nicht genau, wo der Unterschied ist. Achso, das ist also einer. Hallo, das ist ein E-Sprinter. Ja, ich habe es gerade auch gelesen. Der hat ziemlich viele Configs. Ja, der hat Configs und Skins. Sehr schön. Aber noch nicht fertig. Also wir haben hier erstmal Carpaint mit so schönen Materials, die Benny gedüftelt hat. Ist das die Version? Ich weiß nicht. Hey, ach, als ob er den Castle Skin noch nicht eingebaut hat. So, aber jetzt haben wir erstmal hier Carpaint, Polizei. Herr Weltraumgetreide, ich weiß. Und Polizei und Carpaint und Polizei. Ja, okay, cool. Dann haben wir hier mit und ohne Klima, das ist eine Polizeiversion, doch gibt es sogar. Ich finde es interessant, wo der Balken sitzt. Fackel, was habt ihr da gemacht? Hä? Der Balken. Oh. Mit oder ohne Nebel? Ja, ist doch nicht fertig, glaube ich. Halogen und LED-Lichter. Irgendwann gibt es einen Feuerwehr-Mähdrescher. Achso, ja, sowieso. Wenn ja, natürlich. Feld brennt, kannst du das damit ernten und dabei löschen oder ich weiß nicht. Egal. Hecklichter können wir auch anfigurieren. Okay. Habt ihr schon gesehen, was Hannes in Teamchat geschrieben hat? Nein. Ja. Wieder ist wieder lebt. Eine Schiebetür, zwei Schiebetüren. Okay, cool. Stahlfelgen, Design.
Was schreibt denn der? Ich muss auch. Ja, gucken. Wo er recht hat, hat er recht. Ecki voll klein ist. Stimmt, wo ja. Er recht hat, hat er recht. Der arme Bu. So. So. Gut, ich brauche nicht drüber reden, ich bin auch wahrscheinlich nicht recht viel größer, aber. Also der Sprinter, ja, denn das ist ein guter, oh, guter Kauf. Ein bisschen kaputtes Ding. Wenn man in der Innenansicht ist, fehlt so ein bisschen was, aber. Ja, ja, da bin ich noch nicht fertig geworden mit dem Ingame. Langsam oh, schon. Passiert. Urlaub und Gamescom. Ah, aber das, die Türen sind animiert. Der ganze Chat bei mir gefühlt ja, ja. Nur aus Fenno 3D, Fenno 3D, Fenno 3D, Fenno 3D. Fenno 3D geiert auf den Sprinter. Ja. Und auf den, und auf den Ding, den MAN. Und auf die Farbhysterika. So, das, dann nein, haben wir hier ich... das ganze Ding nochmal in einer E-Version, nein, aber mit weniger Configs irgendwie, okay. Dann haben ja, wir noch ein Vito. Ich zeig den in Fabis Interesse nicht. Weil welche? Man da in den Vito 2016, weil man da in einer Config was ein Bild von dir gesehen hat. Scheiße. Ich würde ihn ja sehr gerne zeigen, aber ich mach's lieber nicht, sonst werde ich von Fabi geschlagen. Wenn ich bin zum Download kommen, nein, wird er nicht. Mein schöner GLE. So, der GLE hier. Achso, alles, was wir gerade gezeigt haben, der Sprinter kommt nicht zum Download, das LRF ist zum Download, alles, was davor gekommen ist, das ist nicht zum Download, das ist nicht zum Download, das ist nicht zum Download, alles, was meiste ist eigentlich privat hier. Weißt du nicht mal die Skins hier, meine Güte. Also das, was öffentlich ist, findet ihr halt auch einfach auf der Website, ne? sosi.link/ls22-mods. Der Skin, Carpaint, ja, DB die GLE-Skins, ja. DB Notfallmanagement, das ist irgendwie langweilig. Hm. BFK, ich wollte den nicht. Ich wollte den nicht. Ich musste den machen. Oh, kann man machen. THW. Du hast den GLE von selber gemacht. Nein. Ich wollte nur. Nee, stopp. Ich wollte nur den dritten Skin machen. Eins und zwei wollte ich nehmen. Was ja, ist, die waren aber schön. Was ist jetzt schade? Was mein Fan was schade ist? Ich finde dieses Display keine Ahnung. Von dem Ding sehr interessant. Dass das alles privat ist, so, glaube ich. Jawohl, BRK. Oha. Nein. Bayer. Ja, genauso wie ich. Das ist, muss so. Serum. Nein. Doch. So, was haben wir hier noch irgendwas eigentlich, oder war es das schon? Wir haben hier noch den AT, der ist zum, der ist zum Download. Drauf. Der ist zum Download. Ja. Sogar mit den heftigen unrealistischen Statics für alle Leute, die für die Statics einfach zu klein sind und irgendwie eine Brille brauchen, natürlich weiß es nicht. Dann haben wir hier den RT, der ist nicht zum Download, wird aber vielleicht irgendwann kommen, weiß ich nicht. Skin ist nicht von mir, wollte ich nur ja, erwähnt haben. Der ist haben. Von Nerox ein bisschen falsch getüftelt worden. Ja, der sieht nicht schön aus. Und wie gesagt, der ist auch nicht zum Download, kommt aber vielleicht nochmal irgendwann. Nerox will er. Warte, ist das meine Version oder ist das. Ich weiß es nicht. Nerox, ihr schaut mal nach oben. Wieso ich denn nicht meine Version. Wo soll ich denn nach oben? Das ist Nerox Version. Ja. Aufs Dach. Okay. Achso. Was ist das für Material? Das ist Nerox. Bumpy auf dem Dach. Mit Normal Map. So, der Unimog, der ist auch zum Download. Und da fehlt. Oh nee, es ist meine Version. Okay. Was kommt noch zum Download? Alles, da was, war der Lichtmast drin. Alles, was aktuell auf der Website ist, kommt zum Download. Ist halt zum Download, ne? Alles, was ich hier zeige und nicht auf der Website ist, kommt auch nicht zum Download. Ja. Fassen wir es einfach mal so zusammen. Also was zum Download kommen was sollte irgendwann mal, Download. Das bauen wir nochmal extra. Das ist aktuell noch nicht hier dabei. Rosenbauer-Logo dort auch falsch? Wo? Ja, es ist gemirrored, falsch gemirrored. Ah, sehr gut. Wie gesagt, der Unimog, der ist halt auch zum Download, kennt ihr ja. Gibt's dann nur Waldstätten Skin? Ja, was ist denn so, der Kodiak? Ja, war irgendwie ein bisschen im falschen LS-Teil. So, der Kodiak, der Kodiak. Mashallah. Ah, das Ding von Craig. Mhm. Der Police Skin ist wild. Der Waldstätten Skin ist cool, der kann bleiben. Waldstätten. Boah, das ist das Kennzeichen. Ist dieses GB da links eigentlich nicht auf so einem grünen Hintergrund am Kennzeichen? Grün? Mach mal Horn an. Achso, hört man gar nicht. Ich habe keinen Ton leider. Den Skin habe ich nicht gemacht, den hat Craig gemacht. Ja. Ich sitze, wo ich in Österreich war, und da waren auch so ein paar Briten unterwegs, die hatten so ein gelbes Kennzeichen mit so einem grünen Strich links. Ah ja. Hm. Wahrscheinlich warum ist Wales hinten oder vorne so. Das Kennzeichen anders? Das frage ich mich auch, aber vorne weiß ist weiß und hinten, also das hat Craig mir erklärt, vorne okay. Ist weiß und hinten ist gelb, das ist also das weiße Auto vorne hinten ist, genau. Achso, okay, macht Sinn. wenn sie Engländer brauchen, dann sollen sie es halt haben, ne? Ja. So, was haben wir hier warum noch? Ist das eigentlich kein Rechtslenker? Ja, weil Städtenskin ist cool, kann der bleiben. Das habe ich gerade schon vorgelesen, aber gut, das bleibt das Waldstätten-Design, ja. Also nee, auf jeden Fall, das Design bleibt nicht, also das allgemeine Design, das wir vom Essen ein bisschen geklaut haben, das bleibt auf jeden Fall unser Hauptdesign für Waldstätten, aber
Der Skin, der auf dem RT ist, der wird noch überarbeitet. Mach mal das bisschen weg. Der wird überarbeitet und ja. Achso, und der ist auf jeden Fall komplett geklaut. Weil Städten-Skin vom RT ist cool, nein. Nee. Nein. Der muss noch anders. RT-616. Der Raum RT-61 wird auch gleich gezeigt. Ja. So, dann haben wir hier den Golf, der ist aktuell so ziemlich das neueste Fahrzeug, was Benny düftelt. Hier der Golf ist in Kooperation mit Craig entstanden, muss man dazu sagen. Dann auch noch einen heftigen Poli-Skin hier. Auch aka genannt Polizei. Oder Zollskin. Poli. Wunderschön. So, da saß ich der Finch mal kurz drin. Dann passt den Passat, der ist zum Download ja auch. Findet ihr auch auf unserer Website. Rolfi, okay. Schöne Beziehung zum Golf, was dann scheint. Feuerwehr, Notarzt, Polizei, Ordnungsamt. Ja, kennt man, ne? Was haben wir hier noch? Noch eine Passat-Version, private Version mit ein bisschen mehr high-polygonen Reifen und so. Oder wie war das? Ja, das war es eigentlich auch. Also dann haben wir hier den T61. Mit einem richtig schönen Skins, wie ich finde. Der T61 in NEF Wolfsburg Design mit einem Kennzeichen unterm Fahrzeug, auch gut. Schönes Design auf jeden Fall. Ja, das ist noch kaputt. Feuerwehr Kassel haben wir hier auch natürlich wieder. Und ihr wollt hier den mal sehen hier in Action, dann kaufen wir uns mal hier schön Kassel mit Stahlfelgen. Nee, Stahlfelgen nehmen wir mal hier. Fackel weiß Bescheid, okay. Weiß ich das? Ja, über Rolfi Golfi. Achso. T61. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ist natürlich auch ein sehr schönes Fahrzeug, ne? Der ist auch animiert hier natürlich. Leuchtet auch der. Ach so! Und auch schöne Hörner mit Kabel und so auf dem Dach. Stimmt. Mhm. Warten Sie. Ich muss erst ranzoomen, bevor ich auf das Fahrzeug zeige, sonst schieße ich das Ding wieder auf den Mund. Fackel, was ist mit Zeron und dem T61? Das weiß ich nicht. Ich glaube, der meint mit Rolfi Golfi. Die Fackel hat so eine Beziehung. Nein, der meint den T61. Achso. Ich weiß nicht, was er meint. Ja, hier auf jeden Fall die wunderschönen Hörner. Die sogar von Police gehen. Mit ja, Kabel und allem, ne? Muss natürlich, sieht man zwar etwas wenig. Das sind Schläuche. Sieht man leider etwas wenig, aber ist auf jeden Fall alles vorhanden. So, hier Kofferraum haben wir das auch alles. Sieht man alles nur von der Seite, nicht von oben. Wir können uns auch nochmal reinsetzen, ne? Haben wir hier simpel, ja, Türen halt, ne? Ja, nochmal ein bisschen Doktor, Gerät. Ja, doch, das stimmt. Aber das war doch mit. Achso, ne, Zeron, du bist ja, Zeron. Ich dachte gerade, du wärst Fenno. Was habt ihr geredet? Ich dachte, als das wäre Fenno. Jetzt weiß ich wieder. Diese Simple-Punkte im Innenraum? Umfeld. Warum singt hier Random Dude? Okay. Keine Ahnung. Okay. Nicht. Das ist auf jeden Fall der T61. Oder 6.1. Ne, 61. Gibt keine. 6. Und an der Stelle verabschiede ich mich von meinem LS. Oder warum doch ist nicht abgestürzt? Nee, mein Windows Explorer hat sich nur neu gestartet, deswegen es gab mein ganzer Bildschirm kurz schwarz gewesen. Ja. Aber es geht weiter, wie scheint. Nicht nur der Bildschirm. Ist der Stream auch schwarz? Immer noch? Nee, der geht wieder. Nee, jetzt geht wieder. Ja. Hat sich nur kurz alles reloaded. Was haben wir noch? Wir haben den normalen T6. Der hat auch ein paar schöne Designs. Feuerwehr Waldstätten. Fühle ich irgendwie nicht so, ehrlich gesagt, ein bisschen zu viel Rot. Und ich finde es auch komisch, dass da nur eine 5000er drauf ist und mehr nicht. Passiert. Bundespolizei, THW, Taxi, ganz wichtig, ne? Bergwacht. Hat die Taxi-Version so ein Aufsetzschild im Innenraum? Hm? Nein, noch nicht. Okay. Ja, sind wir auch ganz schön, ne? Was haben wir hier noch? Den Tiguan 21 Airline. Unfallauto, weil Motor, Fackel. Okay. Wird das, nochmal für alle hier kurz, alle Mods, die wir gezeigt haben und nicht auf der Website zu finden sind, kommen auch nicht zum Download. Das heißt, was zum Download ist, was ist zum Download? Der Skoda? Hä? Der Skoda. Der Skoda. Nee, nicht der Skoda. Ach, ihr solltet. Okay, nochmal von vorne. Alles, was zum Download ist, nenne ich jetzt. Der Kuga, der LRF, genau, das LRF, der AT, der Unimog, der Passat und das GTLF. Die Sachen sind für euch verfügbar, der Rest ist privat AT, und bleibt höchstwahrscheinlich und auch privat. Hat er doch gesagt. Ja. Der RC, der ist aktuell auch noch nicht fertig, aber kommt vielleicht mal irgendwann für euch. Hatte ich mir den jetzt schon gekauft? Ja, habe ich. Heftig. Ja, auch ganz schön, ne?
wie alles. Ihr könntet auch einfach einen Command machen, dann müsst ihr euch nicht wiederholen. Was für ein Command? Das Soundboard. Nein, gibt's nicht. Wir könnten so einen Command machen, Ausrufezeichen, Mods. Oder Ausrufezeichen, ich will Mods haben. Und dann kriegt ihr so einen Link zu unserer Website und dann steht da, was ihr alles nicht downloaden könnt. Ja. Das ist falsch. Oh, was ist mit dem Kennzeichen hier los? Wir sind kaputt. Drück mal den Knopf, dass du hier außen Simple IC aktivieren kannst und drück mal auf den linken Simple IC-Trigger auf dem Kofferraum. Au, oh, ja, das ist eine schöne Animation, ja. Ich hab das noch nicht umgetragen. Ist aber etwas interessant, muss man sagen, die Animation, aber coole Idee auf jeden Fall, ne? Okay. Frag einfach nicht. Dann blinkt erst, dann gehen die Dinge an und dann gehen die wieder. Okay. Ich hinterfrag das nicht. Dann können wir den Kofferraum auch aufmachen, können wir. Da ist ein Scheibenwischer, schwebt da rum, okay. Ja, wie geht's? Ach komm, wir mach können, den weg. Wir können den Tankdeckel sogar aufmachen, mashallah. Und die Motorhaube. Wo ist denn der SC-Punkt? Ich sehe ihn nicht da vorne. Ich sehe ihn einfach nicht. Es ist zu viel weiß hier. Hä? Da. Ja, Motor ist auch vorhanden, sehr geil. Können wir da mal ranzoomen. Wie lange habt ihr eigentlich noch vor zu streamen? Ich mach gleich irgendwann Schluss, wenn ich das fertig gezeigt habe hier. 5 Minuten. Boah, diese Musik ist so schrecklich. So, vielleicht ist die beste. So, was haben wir hier noch? Das war's, ne? Das GTLF haben wir noch, aber mehr gibt's nicht zu zeigen bis jetzt im 22er. Das GTLF könnt ihr ja auch downloaden. Was haben wir hier noch? Dumper? Ja, den Jimny hatten wir mal. Für Dumper in zwei Dumper, soll man jetzt sagen, in 22er Dumper. Geholt. Oh, ne, ist auch, gibt auch nicht weiter was zu zeigen. Noch so eine spezielle Passat-Version. Ansonsten gibt's von uns nichts mehr zu zeigen. So wie hier noch, ja, die Hubschrauber. Muss ja alles nicht für uns. Autos, haben wir dann noch irgendwas Spannendes? Ne, Computersachen, DeLorean, Ford Focus. Das ist der von Craig. Oh, Cheatsack, den habe ich nicht richtig. Den habe ich nicht richtig in-game, reden wir nicht drüber. Passanga, okay. Mixtur, ja. Also, ich glaube, es geht eigentlich gar nicht mehr so groß zu zeigen. Nö. Ja, also, können wir. Achso, ja, ich hatte vorhin irgendwer gefragt wegen. Ach, ich konnte schon fliegen oder was? Okay. Ich hatte vorhin jemand gefragt wegen Feuerwachen. Wir haben hier auf dem Mittelwerk, wie im 19er, eine BF hier in der Hauptstadt. Ne, hier, die kennt man ja, wenn man den LS19 auf dem Mittelwerk gespielt hat. Ist alles gleich geblieben. Kann man auch wieder reingehen, ist auch animiert, können wir auch kurz demonstrieren hier. Tore gehen auf, das geht alles. Und dann haben wir halt auch noch ganz normal wie im 19er die Freiwillige Feuerwehr hier hinten in der Ortschaft. Im 19er war das Königsberg, diese Ortschaft, im 22er hört man mich nicht.